Mein Name ist Rebecca Schüle. Ich bin Neurologin an der Uniklinik Tübingen und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Erkrankung HSP. Gemeinsam mit Herrn Professor Schölz leite ich hier in Tübingen die HSP-Spezialambulanz. Gleichzeitig bin ich aber auch Wissenschaftlerin und versuche, die Forschung im Bereich der HSPs nach vorne zu bringen. Ich habe hier eine Arbeitsgruppe am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung. Und die Forschungsthemen rund um die HSP reichen von klinischer Forschung. Wir werden heute noch über die Physiotherapiestudie als Beispiel hierfür hören, über genetische Forschung. Wir versuchen, die genetischen Ursachen der HSP besser zu verstehen, bis hin zu Erkrankungsmodellen. Hier arbeiten wir vor allem in Stammzellkulturen, die wir aus Hautproben von HSP-Betroffenen gewinnen. Gut. Hallo, Frau Dr. Schüle. Schön, Sie hier in Tübingen willkommen zu heißen oder begrüßen zu dürfen. Die ganzen Fragen von unserer Selbsthilfegruppe habe ich hier fleißig auf einen Zettel zusammengefasst, weil wir haben ja gesagt, Braunlage kann leider vor Ort nicht stattfinden und deswegen machen wir es jetzt bei Ihnen zu Hause, sozusagen nicht zu Hause, aber hier vor Ort in Tübingen, lassen uns aufnehmen und ich stelle jetzt einfach einige Fragen und wir gehen dann auf die Fragen von den ganzen Mitgliedern ein und da habe ich hier ganz viele, die haben Sie ja so ein paar schon ein bisschen gesehen und dann beginnen wir jetzt einfach mit ein paar Fragen, Sie dürfen erzählen und dann lassen wir uns jetzt einfach mal über die spannenden Themen, also Blutspende bei HSP, dann welche Medikamente wurden gefragt, dann gibt es immer wieder Probleme mit Blase und Darm, also es gibt einfach ein ganz buntes Spektrum und da dürfen Sie jetzt gleich beginnen. Wir haben gesagt, Gendiagnostik bei der HSP. Da war eine ganz wichtige Frage, vor allem die Leute, die Kinder haben, die interessiert das ganz sehr. Kann die HSP auf Kinder vererbt werden? Die, und jetzt sollte ich wissen, was VOR heißt, das dürfen Sie dann erklären, die im Ausbruch der Erkrankung geboren wurden. Ja, also auf jeden Fall verschiedene Fragen zur Gendiagnostik. Sie dürfen gerne was erzählen. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Eisenborn, dass wir das hier so im Gesprächsstil machen können. Das ist mir viel, viel lieber, als so einen Vortrag per Zoom in die Kamera einzusprechen. Das ist, glaube ich, auch für alle Zuhörenden viel nützlicher so. Die Gendiagnostik ist natürlich immer ein ganz, ganz großes Thema. Und Sie wissen ja, das H im Namen HSP steht für hereditär erblich und steht für die Tatsache, dass wir nach heutigem Stand des Wissens denken, dass fast alle, wenn nicht sogar alle Formen der HSP ihre Ursache in den Genen haben. Was bedeutet es jetzt für Eltern, die Kinder bekommen oder Kinder schon haben? Das Risiko, die HSP auf Kinder übertragen zu können, hängt davon ab, welcher Erbgang vorliegt. Das muss man in einem Beratungsgespräch abhängig davon, welcher Genotyp der HSP, welche Unterform der HSP vorliegt, individuell bestimmen. Eine ganz wichtige Frage, und das ist das Wörtchen VOR, was einfach vor heißt, ist immer wieder die Frage, die sich Eltern stellen, kann ich die HSP denn auch schon weitergeben, wenn ich noch gar nicht erkrankt war, als meine Kinder geboren sind? Und da muss man sich klar machen, die Erbanlagen, die wir haben, die Gene, die haben wir ja schon unser ganzes Leben lang. Und damit trägt ein Betroffener mit HSP auch den Gendefekt, der die HSP dann irgendwann mal auslöst, schon von Beginn an. Wir erben ja die Hälfte unserer Erbsubstanz vom Vater, die andere Hälfte von der Mutter. Das mischt sich zusammen, sodass jeder von uns ein Individuum ist. Und ein kleiner Webfehler in dieser Erbsubstanz ist die Ursache dafür, dass so eine Krankheit wie die HSP ausbrechen kann. Nun verstehen wir nicht so richtig gut, warum die HSP nicht immer schon von Anfang an da ist. Wenn der Gendefekt von Anfang an da ist, könnte man ja auch glauben, dann müsste die HSP von Anfang an da sein. Es gibt da verschiedene Modelle, warum das später es ausbricht. Auf jeden Fall ist der Gendefekt von Anfang da. Und die Tatsache, ob ich nun die Krankheit an mein Kind weitervererben kann oder nicht, hängt gar nicht davon ab, ob ich selber zu dem Zeitpunkt schon Symptome habe, sondern es hängt nur davon ab, trage ich einen Gendefekt in mir, der zum Ausbruch der HSP führen kann oder nicht. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob Sie schon Symptome haben, als Sie Ihre Kinder bekommen haben oder nicht. Das Risiko, die Krankheit auf Ihre Kinder weiterzugeben, bleibt immer dasselbe. Wie hoch ist das Risiko? Damit komme ich wieder zum Anfang zurück. Das hängt vom Gen ab. Es gibt HSP-Gene und das ist sogar die Mehrzahl der HSP-Gene.
wo das Risiko, die Krankheit auf Kinder weiterzugeben, praktisch gleich null ist. Wir sagen als Genetiker nicht gegenüber der Normalbevölkerung erhöht. Es gibt aber auch andere Erkrankungsgene und das häufigste HSP-Gen, die SPG4 oder das Spastin-Gen, das kann man weiter vererben mit etwa 50% Risiko auf die Kinder. Das heißt, die Risikospanne, die bewegt sich so zwischen nahezu 0 und 50% im schlechtesten Fall. Und wo das individuell liegt, liegt am zugrunde liegenden Gen. Das müssen Sie im individuellen Gespräch mit Ihrem Arzt klären. Aber es ist unabhängig davon, ob Sie zum Zeitpunkt, wo Ihre Kinder geboren sind, schon Symptome hatten oder nicht. Meine Frage ist jetzt, warum fängt das bei dem einen mit 5 bis 6 Jahren an und sagt, hallo, ich bin da und man läuft anders. Der nächste kann sein Leben genießen, bis er 30 ist und tanzt und springt und fährt Ski und dann sagt es plötzlich, boing, ich bin da. Und dann gibt es wieder ein paar Leute oder Bekannte aus meinem Freundeskreis und dann die leben bis 60 sind, sagen sich, ach toll, jetzt habe ich meine Arbeit getan, jetzt gehe ich in Rente, jetzt geht es mir gut und dann macht plötzlich dieses tolle Gen. Boing, hallo, ich bin da. Können Sie da irgendwie so, gibt es da was, was man so erzählen kann? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und Sie ahnen nicht, wie oft ich das auch auf wissenschaftlichen Kongressen gefragt werde. Da zerbrechen wir uns schon lange den Kopf drüber. Es gibt Ideen dazu, könnte man sagen. Und das, was ich für am plausibelsten halte, ist, dass Sie müssen sich vorstellen, so eine Nervenzelle ist ein unglaublich komplexes System. Die ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Und ein Gendefekt bedeutet, dass irgendein kleines Detail im Stoffwechsel der Nervenzelle nicht richtig funktioniert. Das ist von Anfang an so. Aber so eine Nervenzelle als komplexer Organismus, das ist so komplex wie eine ganze Stadt oder ein Staat oder so, kann natürlich Probleme ein Stück weit kompensieren, weil andere Dinge gut funktionieren. Und dann entweder dadurch, dass sich so ein kleiner Schaden einfach ansammelt, so wie wenn zum Beispiel die Müllabfuhr nicht kommt, in der ersten Woche ist es noch nicht schlimm, in der zweiten Woche ist es schon schlimmer und irgendwann dekompensiert es. Das heißt, über die Zeit, wenn sich ein Schaden ansammelt oder auch, wenn irgendein Problem von außen noch dazukommt, irgend noch ein anderer Faktor, der die Sache zum Dekompensieren bringt, dann kommt es dazu, dass ein Problem, was schon immer da ist, plötzlich zum Ausbruch kommt. Und so erklären wir uns das auch bei der HSP. Es gibt natürlich Gene bei der HSP, die eher dazu tendieren, dass man schon früh Symptome bekommt. Die SPG11 zum Beispiel ist so ein Fall, da bekommen die meisten innerhalb der ersten 2 Lebensjahrzehnte erste Symptome der Erkrankung. Aber es gibt auch andere Formen der HSP, wie zum Beispiel die sehr häufige SPG4. Da sehen wir, dass beim selben Gendefekt manche schon mit HSP-Symptomen geboren werden und andere erst mit 80 Jahren die ersten Symptome bekommen. Und da liegt das dann gar nicht am Gendefekt selber, sondern ich glaube an den Umgebungsfaktoren, die bestimmen, wann kriegt man die ersten Symptome. Und das wäre natürlich wirklich spannend zu wissen, was sind denn die Umgebungsfaktoren? Denn selbst wenn man vielleicht das Hauptproblem noch nicht reparieren kann, wenn man die Umgebungsfaktoren in den Griff bekäme, die bestimmen, ob man mit 0 Jahren oder mit 80 krank wird, und man könnte das modulieren durch eine Behandlung, das wäre natürlich ein Riesenfortschritt. Ob diese Umgebungsfaktoren aber Lebensstil, Ernährung oder genetische Faktoren sind, andere Merkmale in unseren Genen, das wissen wir noch nicht, weil das für die HSP bisher noch ganz, ganz schlecht. Da weiß ich aber, da haben sie einen Fragebogen rumgeschickt oder sind gerade dabei, um ein bisschen unsere Mitglieder sozusagen abzufragen, wie ist es bei dem einen oder wie ist es beim anderen, um da einfach ein bisschen Hintergrundwissen noch ein bisschen zu sammeln. Ganz genau, weil wir immer mehr verstehen, dass das so Themen in der Forschung sind, wo wir mehr rein müssen, weil da ein Riesenpotenzial auch für die Behandlung drinsteckt. Völlig richtig. Gut, habe ich mir gut gemerkt. So, also, hier gibt es eine weitere Frage zu den Diagnostik bei der HSP. Gibt es inzwischen die Möglichkeit, Gene zu prüfen, die bei meinem ersten Genscreening 2013 noch nicht bekannt waren? Ja, also wenn ich die Frage mit einem Wort beantworten sollte, ja, auf jeden Fall gibt es das.
wenn ich das mal ein bisschen unterfüttern darf, so aus meiner persönlichen Geschichte, als ich angefangen habe, mich mit HSP zu beschäftigen, das war so in den frühen 2000ern, da gab es um die 30 HSP-Gene. Und ich hatte damals schon das Gefühl, das ist unheimlich viel. Jetzt inzwischen reden wir von so 150 bis 200 verschiedenen HSP-Genen. Das sind so viele, dass ich jetzt die Zahl schon gar nicht mehr ganz genau sagen kann, weil es auch gar nicht mehr so einfach ist, da überhaupt noch einen Überblick drüber zu behalten. Das heißt, es werden jedes Jahr mehrere neue HSP-Gene entdeckt. Lange war es so, dass wir in der genetischen Diagnostik das Problem hatten, dass man immer nur ein Gen nach dem anderen untersuchen konnte. Und das war schon, wenn man nur 30 Gene kennt, ein Problem. Denn wenn man so einmal im Jahr zum Arzt geht und dann macht man ein Gen und dann macht man das nächste Gen, dann zieht sich das unheimlich. 30 Jahre lang. 30 Jahre lang, im Idealfall, genau. Mhm. Es kam dann irgendwann die Technik auf, die sogenannten HSP-Panel, dass man eine ganze Gruppe von Genen gleichzeitig untersuchen konnte. Alle HSP-Gene, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt kannte, hat man auf so ein Panel gepackt und konnte die auf einmal in der Untersuchung abhaken. Das war ein Riesenfortschritt und 2013, das war so die Zeit, wo wir sehr früh schon damals dran waren, diese Panel-Untersuchungen zu machen. Die hatten aber immer noch den Nachteil, dass man nur das untersuchen konnte, was man schon wusste zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann vor ein paar Jahren, 4, 5 Jahren, haben wir das umgestellt und haben gesagt, wir machen nicht nur Panel-Untersuchungen, sondern jetzt gibt es die Technik, einfach alle Gene, die der Mensch hat, zu sequenzieren. Das sind so 20.000, 25.000. Und dann gucken wir uns die Gene an, von denen wir zu dem Zeitpunkt, wo wir nachgucken, wissen, die können eine HSP machen. Das hat den riesen Vorteil, dass die Daten dann natürlich auf irgendeiner Festplatte gespeichert sind. Das heißt, wenn man ein Jahr später sagt, oh, ich kenne jetzt 5 neue HSP-Gene, dann brauche ich nicht eine neue Untersuchung machen, sondern ich kann einfach im Datensatz nachgucken, finde ich denn Auffälligkeiten. Das heißt, zwischen 2013 und jetzt sind Fortschritte auf 2 Ebenen passiert. Erstens, man hat ganz, ganz viele neue HSP-Gene gefunden, die man jetzt untersuchen kann. Und zweitens, es gibt diese neue Technik der Exomsequenzierung, dass man einfach in einer Untersuchung in kurzer Zeit auch wirklich alle Gene sich angucken kann. Und diese beiden Fortschritte zusammen, die bringen einfach einen ganz entscheidenden Vorteil. Plus, wenn ich noch als Wissenschaftlerin einen dritten Vorteil anfügen kann, wir können gleichzeitig diese Exomdaten nutzen, um auch über das, was schon bekannt ist, zu gucken, ob wir vielleicht auch neue HSP-Gene finden können. Denn wir alle sind ja darauf angewiesen, dass die Forschung da auch weitergeht, weil wir trotz all der Fortschritte, die wir gemacht haben, im Moment immer noch nur etwa 60% aller HSP-Betroffenen mit einer genetischen Diagnose wirklich erreichen, ja. Ganz genauso. Meine Frage jetzt dazu, muss ich jetzt dann bei meinem Neurologen nochmal eine Verordnung holen und dann sagen, so, ich möchte nach Tübingen, oder wie läuft das so ein bisschen von der Theorie oder Praxis ab, wenn ich jetzt nochmal ganz toll eine Untersuchung haben will? Oder muss ich bei der Krankenkasse nachfragen, wie läuft das ab? Könnten Sie da den Weg bitte nochmal ein bisschen erklären? Der ist gar nicht so einfach, weil es verschiedene Szenarien gibt. Das häufigste Szenario, gesetzlich krankenversichert, ist zunächst mal von Vorteil, weil die gesetzliche Krankenversicherung, wenn es einen medizinischen Grund für eine Gendiagnostik gibt, und die gibt es bei HSP-Betroffenen, grundsätzlich die Kosten für die genetische Untersuchung übernehmen. Für diese Gruppe ist es also ganz einfach. Die Frage Überweisungsschein, ja, nein, hängt davon ab, ob Sie an welche Universitätsklinik oder in welche Klinik Sie gehen. Es gibt Kliniken wie zum Beispiel hier in Tübingen, wo wir eine sogenannte Hochschulvereinbarung haben. Das heißt, eine Vereinbarung zwischen der Klinik und den Krankenkassen, dass wir auch ohne Überweisungsschein eine bestimmte Zahl von Untersuchungen einfach so im Jahr machen dürfen, weil letztendlich die Kassen wissen, wir sind ein Schwerpunkt für diese genetischen Erkrankungen. Das heißt, es gibt Unikliniken, da ist es ganz einfach, da brauchen Sie noch nicht mal einen Überweisungsschein. Da sagt nur Ihr Arzt, wenn Sie einverstanden sind, machen wir das und dann kann es losgehen. Wenn Ihre Klinik das nicht hat, dann brauchen Sie einen Überweisungsschein für genetische Diagnostik. Das ist ein spezieller Schein, Muster 10. Das müsste aber Ihr Arzt wissen, was das für ein Zettel ist und was er da ausfüllen muss. Sonst kann man auch immer nachfragen bei uns zum Beispiel oder in der Genetik, was da genau draufstehen muss.
Das sind die gesetzlich Versicherten. Und jetzt kommen die Privaten. Schlechter gestellt in diesem Fall sind leider die privatversicherten Patienten in Deutschland, weil man bei der privaten Versicherung einen Antrag stellen muss, ob die Kosten übernommen werden. Und der wird recht häufig abgelehnt mit den Argumenten, behandeln kann man es ja dann doch nicht, dann braucht man es ja eigentlich auch nicht untersuchen. Wir legen dann natürlich Widerspruch ein und versuchen zu erreichen, dass das trotzdem übernommen wird. Aber da gibt es einen erheblichen Anteil, wo wir bei den privaten Kassen die genetische Diagnostik nicht durchbekommen. Schade, ja. Gut. Jetzt kommt die letzte, die finde ich einfach eine ganz wichtige, tolle Frage. Was bringt mir eine Gendiagnostik? Habe ich mich persönlich selber noch nie gefragt. Die Frage gebe ich jetzt an die Frau Dr. Schüle weiter. Also was bringt mir die Gendiagnostik? Da sind die Begründungen natürlich so vielfältig wie auch die HSP-Betroffenen. Die Gründe, so eine Diagnostik überhaupt anzufordern, sind ganz, ganz unterschiedlich. Ich fange mal mit einer häufigen Konstellation an. Die Diagnose sichern. Das ist nämlich insbesondere dann, wenn nur einer in der Familie vielleicht an HSP erkrankt ist und man nicht weiß, ich habe das schon in dritter Generation, ist es manchmal gar nicht so einfach zu sagen, ist das wirklich eine HSP? Das fällt dem Arzt nicht leicht, aber selbst wenn der Arzt sich irgendwann zur Diagnose durchgerungen hat, heißt das noch lange nicht, dass der Betroffene sagt, ich hake das jetzt damit ab. Weil man natürlich und auch mit Recht eine große Hemmschwelle hat, eine Erkrankung zu akzeptieren, für die es im Moment keine heilende Behandlung gibt. Man sucht natürlich weiter, habe ich nicht doch noch irgendwas verpasst? Und es gibt ja viele andere Erkrankungen, die Symptome hervorrufen können, die man ohne weiteres mit einer HSP verwechseln kann, die selbst ein HSP-Spezialist, wie wir das in Tübingen sind, mit einer HSP verwechseln können. Das kann eine Multiple Sklerose sein, ein Bandscheibenvorfall, ein Tumor, eine Entzündung ansonsten im Nervensystem, Vitaminmangel. Es gibt jede Menge Gründe, die man mit einer HSP verwechseln kann. Und die genetische Diagnose kann darauf so ein bisschen so einen Knopf drauf machen. Entschuldigung, aber klar. Da fällt mir spontan ein, dass viele Mitglieder, beziehungsweise wir kriegen Mitgliederanträge und dann wird ausgefüllt und nach 1-2 Jahren kommt das eine oder andere Mitglied dann auch an und sagt, halt, stopp, ist zwar alles toll gewesen in eurer Selbsthilfegruppe, aber jetzt hat der Arzt festgestellt, dass es dann doch was anderes ist, nicht HSP, und dann ist er wieder in einer anderen, und wir freuen uns dann für denjenigen, dass er dann sozusagen jetzt seine richtige Richtung gefunden hat. Aber das stimmt, das ist manchmal ja komplex, und wir laufen ja im Großen und Ganzen neurologisch so ein bisschen wie die MSler oder so. Also wenn man das noch nicht so kennt, dann ist das einfach ganz schwierig. Ja, also Diagnose sichern ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ein zweiter Grund, was bringt mir die genetische Diagnose, kommen wir auf die Frage von vorhin zurück. Kann ich das auf meine Kinder vererben? Das hängt ganz, ganz wesentlich von dem zugrunde liegenden Gendefekt ab. Und eine Falschwahrnehmung, die mir immer wieder begegnet, nicht nur im Übrigen bei Betroffenen, sondern auch bei Ärzten, ist die Wahrnehmung, dass wenn in einer Familie nur eine einzige Person HSP hat, dass das dann nichts Erbliches ist. Ein wichtiger zweiter Grund, der für viele, glaube ich, relevant ist, ist auch die Frage der Vererblichkeit. Da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Die Vererblichkeit, das Risiko, die HSP auf Nachkommen weiterzugeben, hängt ganz wesentlich vom zugrunde liegenden Gendefekt ab. Ich hatte vorhin erwähnt, das Risiko schwankt zwischen 0% und 50%. Das ist also ein ganz relevanter Unterschied. Eine fehlerhafte Wahrnehmung, die mir immer wieder begegnet, nicht nur bei Betroffenen, sondern tatsächlich auch bei Ärzten, ist die Vorstellung, dass eine HSP, wenn sie nur bei einem in der Familie auftritt, nicht erblich sein kann, also nicht auf die Kinder weitergegeben werden kann. Und das ist nicht so. Wir finden auch bei Patienten mit einer sogenannten sporadischen HSP, das heißt nur einer in der Familie ist krank, finden wir Gendefekte in dominanten HSP-Genen, die also mit 50% Risiko auf die Nachkommen weitergegeben werden. Wo Ihr persönliches Risiko liegt, können wir nur bestimmen, wenn wir den Gendefekt finden. Und dann gibt es noch einen dritten wichtigen Grund, warum es für viele Personen wichtig ist, ihren Gendefekt zu kennen. Und das hängt mit der Frage zusammen, was kommt eigentlich noch auf mich zu mit der Erkrankung? Denn Sie wissen, eine HSP ist eine Erkrankung, die zumindest nach dem Stand jetzt
sie ihr Leben lang begleiten wird. Sie wissen aber auch, gerade in der Selbsthilfegruppe, wie verschieden die HSP sein kann. Das hängt zum Teil vom Gendefekt ab, zum Teil aber sicher auch von ganz anderen Faktoren. Aber es gibt eben bestimmte Voraussagen, die wir machen können. Sie wissen vielleicht, dass es diese komplizierten Formen der HSP gibt, wo wir noch mit allen möglichen Zusatzsymptomen rechnen müssen, während bei der reinen HSP eigentlich die Symptome auf die Beine beschränkt bleiben. Wo sie da liegen und was mit welcher Wahrscheinlichkeit sich noch bei ihrer Form der HSP entwickeln wird, darüber können wir ihnen viel, viel mehr Auskunft geben. Wenn wir den zugrunde liegenden Gendefekt kennen, können wir sehr viel bessere Aussagen darüber treffen, was sie noch zu erwarten haben in ihrer Erkrankung. Oft kommen ja auch Fragen, ich habe HSP, ich habe bei mir dieses oder jenes Symptom beobachtet. Gehört das eigentlich dazu? Oder ist es eine andere Krankheit, nach der ich suchen muss, die man vielleicht anders behandeln muss? Das sind so Fragen, die wir im Grunde nur beantworten können, wenn wir den zugrunde liegenden Gendefekt kennen. Und auch da bringe ich wieder ein viertes Forscherargument noch an, warum wir die Gendiagnostik brauchen. Uns in der Forschung hilft das ungemein, denn Sie wissen, so eine HSP-Ambulanz, das ist ja so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Wir versuchen wirklich, Ihnen die bestmöglichen Therapien, die bestmögliche Beratung, die es im Moment so gibt, für die HSP zu geben. Wir nutzen aber sehr gerne, immer dann, wenn Sie einverstanden sind, die Daten, die wir erheben, auch in pseudonymisierter Form, also ohne Namen, nur mit einem Code versehen, für Forschung, um eben mehr über die HSP zu lernen. Und wenn wir das verknüpft mit einer festen genetischen Diagnose machen können, dann ist das einfach unheimlich wertvoll auch für die Forschung. Aber in allererster Linie sind das mal wirklich Gründe für den Betroffenen selber, warum es wichtig sein kann, eine genetische Diagnose zu haben. Das ist alles toll und interessant. Und ich sehe hier gerade auf meinem Spickzettel, dass die Fragen zu Thema Gendiagnostik alles sozusagen dann nicht unbedingt abgearbeitet, aber einfach, sagen wir mal, besprochen worden sind. Das war jetzt alles, was zu dem Thema sind. Jetzt kommen wir auf ein neues Thema zu sprechen, auf die tollen Medikamente. Ich persönlich habe mal Baclofen bekommen. Da war ich war so 16, 17 Jahre. Dann hat der Arzt gesagt, probier das mal aus. Dann habe ich die genommen. War auch ganz toll. Die Beine haben dann zwar ein bisschen gesagt, das geht ihnen besser, aber dann hatte ich Kreislaufprobleme und noch andere Sachen dazu. Dann haben wir es wieder abgesetzt. Jetzt kriege ich dann so ein bisschen Botox und hin und her. Auf jeden Fall sind von unseren Mitgliedern ganz viele Fragen gekommen. Eine Frage davon heißt, welche Medikamente haben sich bisher als hilfreich erwiesen aus Ihrem Erfahrungsschatz? Dürfen Sie sehr gerne da uns was erzählen, bitte. Ein HSP-Betroffener kann potenziell natürlich ganz viele verschiedene Probleme haben. Das reicht auf der einen Seite von der Spastik, also von der Verspannung der Muskulatur, über Schmerzen, über Blasenprobleme und, und. Wenn ich jetzt einfach mal so bei diesem Kernproblem HSP anfangen darf, was können wir tun, um die Verspannung der Muskulatur zu lösen und so vielleicht, das ist die Erwartung von den meisten, auch die Funktion wieder zu verbessern, das Gehen zu verbessern, überhaupt Funktionsfähigkeit zu verbessern. Was gibt es da für Medikamente? Da gibt es die große Gruppe der antispastischen Medikamente. Was schon im Namen steckt, heißt, das sind Medikamente, die primär dazu da sind, die Muskulatur zu lockern. Diese Medikamente funktionieren immer dann gut, wenn die Probleme, die der HSP-Betroffene hat, wirklich vor allem durch die Versteifung der Muskulatur kommt. Das heißt, was können solche Probleme sein? Das kann sein, dass die Verspannung der Muskulatur wirklich schmerzhaft ist. Wenn wir die Muskeln lockern, gehen die Schmerzen zurück. Das ist was, das lässt sich gut behandeln. Und ich komme gleich drauf, mit welchen Medikamenten. Es gibt Betroffene, die sagen, die Spastik, die schießt manchmal ein. Ich sitze zum Beispiel im Rollstuhl, fahre über eine kleine Schwelle und zack, gehen meine Beine nach vorne, weil die Spastik einschießt. Das ist wirklich unangenehm im Alltag. Das ist so ein Symptom. Auch das kann man ganz gut mit Medikamenten behandeln, weil man die Beine lockern kann. Oder es gibt Betroffene, die sagen, abends, wenn ich mich hinlege und zur Ruhe kommen möchte und ich habe einen anstrengenden Tag gehabt, dann zucken immer wieder meine Beine, da wackelt das ganze Bett. Oder wenn ich gehe oder Sport mache, Physiotherapie, dann kommt so viel Spastik rein, dass ich kaum meine Übungen machen kann, weil die Beine ganz steif werden.
Das sind alles so Symptome, die wir Kliniker unter Plus-Symptome zusammenfassen. Und das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Immer wenn zu viel Muskelverspannung da ist, das kann man ganz gut behandeln mit Medikamenten, die diese Muskelspannung rausnehmen. Aber das kommt immer mit einem Preis. Denn Sie wissen, die HSP ist eben nicht nur eine Erkrankung, wo Verspannung da ist, sondern es ist auch eine Erkrankung, wo die motorischen Befehle vom Gehirn an die Beine nicht mehr richtig weitergeleitet werden und wo deswegen auch eine Lähmung und eine Störung in der Ansteuerung der Muskulatur da ist. Und diese sogenannten Minussymptome, da wo also einfach die Muskeln ihre Befehle nicht kriegen, die können wir mit Medikamenten eben nicht gut behandeln. Und es ist sogar so, dass wenn wir Spastik wegnehmen durch Medikamente, welche auch immer das sind, erkläre ich gleich, dass manchmal diese Minussymptome, die vielleicht unter der Spastik verborgen waren, dann erst so richtig zum Vorschein kommen. Bedeutet, jemand, der vielleicht schon relativ schwer betroffen ist und viel Spastik in den Beinen hat, kann vielleicht noch durch die Spastik auf seinen Beinen stehen und dabei mithelfen, sich vom Bett in den Rollstuhl umzusetzen mit einer Hilfsperson. Wenn ich die Spastik wegnehme durch ein Medikament, dann kann es sein, dass die Lähmung, die da drunter liegt, so zum Vorschein kommt, dass plötzlich das Stehen nicht mehr möglich ist und damit Funktion verloren geht. Das heißt, es ist wie so eine Waage, wo auf der einen Seite Spastik, auf der anderen Seite Schwäche ist. Und in dem Moment, wo ich Spastik reduziere, wird die Schwäche meistens ein bisschen stärker. Und Sie können sich das so vorstellen, Hauptziel ist es ja eigentlich von den meisten, die bestmögliche Funktion hinzukriegen. Die Waage so einzustellen, dass Sie möglichst viel, möglichst selbstständig im Alltag schaffen können. Und daneben zu beachten, dass dieses Zucken, die Schmerzen und diese Plussymptome der Spastik gut unter Kontrolle sind. Das Ziel ist es ja, von den meisten zumindest, den bestmöglichen Funktionszustand zu erreichen. Und dafür muss man so individuell ausloten, wo ist die beste Balance zwischen Reduktion der Spastik und Erhalt der Kraft. Und das muss man oft ausprobieren. Das ist so die eine Seite. Das bedeutet, wenn wir eine antispastische Therapie planen, muss man sich vorher gut unterhalten und sich überlegen, was sind die Ziele von der Therapie. Was kann realistisch besser werden und was wird wahrscheinlich nicht besser? Funktionsverbesserung finden wir nur in ganz, ganz wenigen Fällen, sage ich ganz ehrlich. Nämlich nur dann, wenn die Spastik so stark ist, dass sie wirklich an der Funktion hindert. Das kann zum Beispiel, ich hatte vorhin genannt das Beispiel Physiotherapie, man hat so viel Spastik, dass man nicht trainieren kann. Da findet eine Funktionsverbesserung statt, wenn man die Spastik wegnimmt. Aber häufig werden die Minussymptome durch die antispastische Therapie eher noch ein bisschen schlechter und nicht besser. Das heißt, wir müssen uns gut überlegen, welche Symptome können wir realistisch behandeln. Wie macht man dann so einen Therapieversuch? Ich empfehle immer, über 4 bis 6 Wochen, es wirklich ein paar Wochen auszuprobieren. Es ist ja nicht jeder Tag gleich. Man braucht also ein bisschen, bis man einschätzen kann, meine Zielsymptome, werden die besser oder nicht durch die Therapie? Und dann aber auch sich nach 4 bis 6 Wochen hinzusetzen und zu sagen, bringt mir das was? Und wenn es nichts bringt, die antispastische Therapie auch wieder zu beenden. Denn Sie wollen auch nicht irgendwas in Ihrer Medikamentenliste lassen, was Ihnen nichts nützt und Sie nehmen das vielleicht 10 Jahre oder länger. Das ist so der Bereich Wirkung. Dann gibt es bei den antispastischen Medikamenten halt auch den Bereich Nebenwirkung. Und abgesehen von der Verstärkung der Schwäche, die ich schon genannt habe, haben fast alle antispastischen Medikamente so eine gemeinsame Nebenwirkung. Die antispastischen Medikamente wirken, ganz grob gesprochen, über eine Dämpfung des Nervensystems. Das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man Spastik dämpfen will, dann dämpft man einfach das Nervensystem so ein bisschen. Da kommt gerade eine ganz tolle Frage von einem Mitglied. Weshalb sind manchmal die Nebenwirkungen, wie Sie gerade gesagt haben, bei der Einnahme von Baclofen oder Tizanidin größer als die Verbesserung der Gehfähigkeit? Ich denke, das können viele Mitglieder von unserer Selbsthilfegruppe sagen, aha, stimmt bei mir auch. Jetzt stelle ich einfach die Frage nochmal an Sie direkt. Ja. Das ist einmal diese Balance aus Spastik reduzieren und Schwäche eher anheben. Das kann ein Grund sein, warum eigentlich der Effekt fast negativ ist.
Und dann gibt es diesen Aspekt der Nebenwirkungen, die durch die Dämpfung des Nervensystems kommen. Ganz viele Betroffene, die antispastische Medikamente nehmen, erleben Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, so eine insgesamte Dämpfung eben von allen Funktionen des zentralen Nervensystems. Und das kann sehr, sehr unangenehm sein, insbesondere wenn man seinen Kopf braucht. Ich bin deswegen sehr zögerlich mit antispastischen Medikamenten bei jungen Menschen, bei Kindern, die einfach ihre Konzentration in der Schule brauchen, auch bei Berufstätigen. Man muss es letztendlich aber ausprobieren. Es gibt Menschen, die sagen, ich spüre davon gar nichts. Und es gibt andere, die bereits bei kleinen Dosen starke Nebenwirkungen in dieser Form haben. Man muss es probieren und dann entscheiden, bringt es für mich individuell was oder nicht. So, jetzt war eigentlich, ich habe lang ausgeholt, die Frage, ja, welche Medikamente sind die richtigen? Und das hängt ganz davon ab, was wirklich das Problem ist. Und vor allem, ist das ein Problem, was eigentlich die Beine in Gesamtheit betrifft oder gar bei jemandem mit einer komplizierten HSP auch die Arme dazu? Oder ist das vielleicht ein ganz lokalisiertes Problem? Bemerke ich vielleicht als Betroffener, ich stolper immer über meine Füße und bleibe mit den Füßen am Boden hängen. Der Rest funktioniert noch ganz gut. Also ausgebreitetes Problem versus nur ein kleines Problem. Wenn das Problem insgesamt die Spastik ist, dann sind oft antispastische Medikamente, also Tabletten, die wir einnehmen, eine gute Möglichkeit. Hier sind so die Medikamente, mit denen wir die längste Erfahrung haben, zum Beispiel das Baclofen oder das Tizanidin oder das Tolpirison. Die haben alle ein bisschen unterschiedliche Angriffspunkte im Nervensystem. Das heißt, man kann sie auch kombinieren. Wir sagen, die haben eine additive Wirkung, also die Wirkung addiert sich aufeinander, wenn man mehrere gibt, aber es addieren sich halt auch oft die Nebenwirkungen. Im Grunde aber wirken die alle in einer ähnlichen Form. Wenn man eins nicht vertragen hat, kann es gut sein, dass man das nächste verträgt. Man sollte also nicht nach dem ersten Versuch gleich aufgeben, sondern auch mal ruhig ein zweites probieren. Wenn die Spastik eher lokalisiert ist, dann würden wir eher versuchen, eine Therapie zu finden, die lokaler wirkt, nur an der Stelle, wo wirklich das Problem ist. Und da ist oft Botulinumtoxin eine gute Möglichkeit. Das ist ein Medikament, das durch Spritzen direkt in den Muskel gegeben wird. Das heißt, hier kann man ganz gezielt Spastik in ganz bestimmten Muskeln reduzieren, ohne dass es sonst auf den Rest des Körpers, auch auf Konzentration, Müdigkeit, irgendwelche größeren Nebenwirkungen. Und klassische Anwendungsgebiete für so eine Botulinumtoxintherapie ist zum Beispiel eine starke Adduktorenspastik, wenn also die Beine so ganz eng zusammengezogen werden und es dadurch zum Aneinanderreiben der Knie beim Gehen kommt. Oder auch der zentrale Fallfuß, wenn man beim Gehen die Fußspitze nicht richtig heben kann und immer am Boden hängen bleibt. Das sind Dinge, die man oft mit einer Botulinumtoxintherapie gut behandeln kann. Was ich allerdings dazu mit einem kleinen Caveat dazu sagen muss, ist, Botulinumtoxin ist eine Therapie, die zwar für andere Formen der Spastik zugelassen ist, für die HSP aber nicht zugelassen ist, einfach weil sich nie jemand darum gekümmert hat, dieses Medikament für HSP zuzulassen, weil es eine seltene Erkrankung ist. Aus unserer Erfahrung ist das nicht weniger wirksam bei der HSP-Spastik im Vergleich zu Spastik nach Schlaganfall oder anderen Erkrankungen. Aber es ist nicht zugelassen, damit braucht man häufig einen Antrag bei der Krankenkasse auf Kostenübernahme. Das ist noch so eine kleine Hürde, die Sie immer überwinden müssen, bevor Sie so eine Therapie wahrnehmen können. Ja, die lieben Hürden im Leben kenne ich auch. Bei mir hat meine Krankenkasse auch am Anfang, erstmal hat sie gesagt, ja, ohne Gründe einfach nicht abgenickt immer. Ich kriege nämlich auch Botox gespritzt und mir geht es dabei gut. Und dann bin ich immer überrascht, wenn der eine davon erzählt, Erfahrungsaustausch, und sagt, das klappt bei mir gar nicht, das will ich nicht. Und der nächste reagiert wieder positiv. Also finde ich immer phänomenal, weil wir wissen ja alle, wir haben das HSP. So, aber das sind ja die ganzen Facetten, die in die eine oder andere Richtung gehen. Und ein Mitglied will jetzt unbedingt wissen, und ich denke, das wollen auch ganz viele wissen, gibt es ein Medikament, welches die HSP stoppt? So. Sie dürfen uns jetzt was ganz Tolles, ja, Sie dürfen uns jetzt einfach mal was erzählen dazu. Also, Stand heute, 2021, gibt es kein Medikament, was die HSP stoppt. Trotzdem hat meine Hoffnung, dass es das zu meinen Lebzeiten noch geben wird, in den letzten
Jahren, in den letzten wenigen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Und es liegt daran, dass für andere ähnlich gelagerte Erkrankungen, die auch eine genetische Ursache haben, die auch zu einer Lähmung der Muskulatur führen, dass es für andere Erkrankungen inzwischen Therapien gibt, das sind überwiegend Gentherapien, die die Erkrankung zum Stoppen oder nahezu zum Stoppen bringen. Die Erkrankung, von der ich spreche, ist zum Beispiel die spinale Muskelatrophie. Da ist vor nicht allzu langer Zeit die erste Gentherapie zugelassen worden, mit ganz fantastischen Effekten. Jetzt haben wir natürlich bei der HSP das Problem mit seltenen Erkrankungen. Ich habe gesagt 150 bis 200 Gene. Das Problem bei Gentherapien ist, dass die immer nur für einen bestimmten Gendefekt, für eine bestimmte Mutation, also für einen bestimmten Fehler im Gen auch noch wirksam sind. Das heißt, da kommen wir in einen Bereich, wo wir plötzlich nicht mehr darüber nachdenken, finde ich eine Therapie für die HSPs, sondern wir denken darüber nach, finde ich eine Therapie für Frau Eisenbraun und finde ich eine Therapie für diesen HSP-Betroffenen und dann für den nächsten HSP-Betroffenen. Das heißt, die Technik ist im Prinzip da. Aber bis die Technik so weit ist, dass man die so hochfahren kann im Durchsatz, dass man wirklich die vielen, vielen, vielen seltenen erblichen Erkrankungen damit behandeln kann, das wird eine Weile dauern. Aber ich denke schon, die Tatsache, dass wir sagen, der Proof of Principle, also dass im Prinzip gezeigt wurde, dass es geht, ist ein riesen, riesen Fortschritt. Das ist was, wo ich ganz viel Hoffnung reinsetzen würde, dass wir da in den nächsten Jahren noch große Fortschritte machen. Zweiter Bereich, wo ich denke, da könnte ein Medikament, was die Erkrankung stoppt, herkommen, ist so der Bereich, je besser wir verstehen, was in der Zelle wirklich passiert, dass von dem Zustand, wo der Gendefekt zwar da ist, aber noch keine Symptome da sind, was passiert, wenn dieser Schalter umgelegt wird und die Krankheit plötzlich ausbricht? Was im Stoffwechsel der Zelle ist da wirklich aus dem Lot geraten? Und können wir das korrigieren? Wenn wir also mehr so verstehen, was zellulär passiert, zum Beispiel bei der SPG4, damit diese Kaskade ins Rollen kommt, wenn wir da einen Fuß in die Tür kriegen, das wäre eine zweite Möglichkeit, wo ich denke, da steckt viel Potenzial drin. Wir haben enorm viel über die HSP gelernt in den letzten 10, 20 Jahren. Der Fortschritt ist rasant. Der Fortschritt ist noch nicht in der Klinik angekommen. Aber es wird im Moment gerade ganz, ganz viel Grundlagenarbeit gelegt, dass ich eines Tages, wenn Sie die Frage dann nochmal stellen, dann auch sagen kann, ja, es gibt ein Medikament. Aber in diesem Jahr gibt es noch keins. Und ich muss auch immer wieder für Geduld plädieren, das, was ich als Wissenschaftlerin als bald empfinde, ist natürlich überhaupt nicht das, was Sie als Betroffene oder als Eltern von einem betroffenen Kind als bald empfinden. Die Mühlen der Wissenschaft mahlen langsam. Die malen aber auch aus gutem Grund langsam. Zum einen, weil das Problem kompliziert ist und zum anderen, weil wir natürlich auch sehr, sehr sorgfältig arbeiten müssen, weil es um unheimlich viel geht. Da kann man sich keine großen Lücken und Risiken leisten. Das ist alles interessant. Jetzt kommt die nächste Frage und dann habe ich auch in meinem Alltag so ein bisschen nachgedacht. Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, es wird immer, wenn wir eine Selbsthilfegruppe haben, doch, das wird immer, auch wenn es nicht auf der Tagesordnungspunktliste steht, irgendwie erzählt so, ich nehme ein bisschen Magnesium, das Pülferchen, oder ich esse ganz viel das eine oder das andere. Wie kommst du damit klar? Wie sieht es damit aus? Sind Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine bei uns HSPlern hilfreich? Gibt es da irgendwie so eine Aussage, die man treffen kann, oder kann man sagen, individuell, jeder muss gucken, A, wie er sich ernährt, B, was er arbeitet, C, wie die Erkrankung ist. Ich freue mich auf Ihre Meinung. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen auf Glatteis, weil ich ganz genau weiß, dass Sie sich sehr viel besser mit dem Thema auskennen als ich. Aber ich versuche mal, das Beste zu geben aus der Sicht HSP-Klinik. Also, bis auf ganz wenige Ausnahmen wird die HSP, soweit wir wissen, nicht durch Mangel an bestimmten Vitaminen, Spurenelementen etc. verursacht. Bedeutet andersrum auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, wenn wir die alle in einen ganz hohen Bereich bringen, dass die wirklich substanziell an der HSP was verändern. Wichtig ist aber,
für die HSP im Grunde wie für jeden Menschen gilt, wenn wir uns gut ernähren, wenn wir auf uns achten, für ein normales Gewicht sorgen, Sport treiben etc., dann geht es jedem Gesunden Welten besser, als wenn er das alles nicht tut. Da gibt es einen ganzen Korridor, den man durch, ich fasse es mal unter Lifestyle zusammen, den man da verändern kann und den wir alle selber in der Hand haben. Und diesen Korridor, den gibt es für einen HSP-Betroffenen genauso für jemanden wie für jemanden, der keine HSP hat. Und damit bedeutet das, gesunde, ausgewogene Ernährung ist gut für jedermann und damit auch für jemanden mit einer HSP. Ob aber die Einnahme von Vitamin B-Komplex oder irgendwelchen Spurenelementen die HSP verändert, das ist nicht untersucht. Nach allem, was ich über die HSP weiß, denke ich, es ist extrem unwahrscheinlich, dass das so ist. Wichtig ist natürlich, man sollte darauf achten, dass man keine Vitaminmangelerkrankungen zusätzlich hat. Denn ein Nervensystem, was schon durch die HSP gestresst ist, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, das braucht natürlich nicht unbedingt zusätzlich noch einen Vitamin-B12-Mangel, der auch auf die Nerven schädigt. Bedeutet aber nur, Sie sollten gucken, dass Sie nicht eine Mangelerscheinung haben, aber das gilt im Grunde auch für jeden. Somit also mein Rat an die HSP-Betroffenen, genauso wie an jeden anderen auch und genau wie die Messlatte, wo ich versuche, mich selber auch immer wieder dran zu halten, ist gesunde Ernährung ja, aber viel Geld für irgendwelche Zusatzstoffe auszugeben, mit hoher Wahrscheinlichkeit bringt Ihnen das nichts. Das hätte ich auch so gesagt in der Ernährungsberatung oder erzähle ich jeden unabhängig, ob eine Krankheit dranhängt oder nicht. Ich schaue mir immer das Blutbild dann noch ein bisschen an oder bespreche oder sage, ich hätte es gerne. Und dann überlegt man da, wie man mit der Ernährung so ein bisschen in der Richtung was tun kann. Ja. Klasse. So, das waren die wichtigsten Fragen von den Mitgliedern zum Thema Medikamente. Jetzt kommen wir zum Thema Probleme von Blasen und Darm. So, ich behaupte, jeder Otto-Normalverbraucher hat das eine oder andere Problem auch mit Blasen und Darm. Bei der HSP wird es ein bisschen mehr diskutiert, weil es auch Rollstuhlfahrer gibt, die dann mal schnell auf eine Toilette müssen oder wenn man wirklich mit einem Rollator unterwegs ist, dann ist es ja wirklich, die Blase drückt und man will schnell auf die Toilette gehen, muss gucken, dass ich habe jetzt seit neuestem, das hat mein Therapeut mir gesagt, so, Frau Eisenbraun, Sie kriegen jetzt einen Oberarmstützenrollator, so, wo Sie ein bisschen gerader gehen. Der steht jetzt bei mir extra im Büro, weil ich dann aus meinem Rollstuhl raus und immer wenn ich einen Patienten jetzt abhole, stehe ich und gehe ich und ja, übe das jetzt. Also, aber nochmal auf Punkt Blasen- und Darmprobleme zu kommen. Einfach, gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Haben wir das mehr wie andere? Ich behaupte, nee, wir haben es nicht mehr. Sie dürfen jetzt einfach mit Ihrem Fachwissen punkten. Also, ich behaupte, ja. Sie haben das mehr als andere. Es gibt eine ganze Menge Studien dazu, unter anderem auch von uns oder vom TREAT-HSP-Netzwerk, aber auch aus allen Ländern, wo man einfach HSP-Betroffene und gleichalte Personen ohne HSP befragt hat, ob Störungen der Blase oder der Darmfunktion vorliegen. Die sind bei HSP-Betroffenen viel, viel, viel häufiger als in der Normalbevölkerung. Etwa 60-70% aller HSP-Betroffenen äußern Symptome einer Blasenstörung. Das ist auch plausibel, wenn man weiß, dass die Blase auch über lange Bahnen kontrolliert wird, die im Rückenmark ganz nah an der motorischen Bahn entlanglaufen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind eben diese langen steuernden Bahnen, die die Blasenfunktion steuern und beeinflussen, von der HSP eben auch mit betroffen. Was sind die häufigsten Symptome bei HSP-Betroffenen? Die häufigsten Symptome sind auf der einen Seite eine sogenannte Drangsymptomatik. Das ist das Gefühl von dem Moment, wo man merkt, oh, ich müsste auf Toilette, bis zu dem Moment, wo man wirklich muss, das ist plötzlich nur noch eine ganz, ganz kurze Zeitspanne. Und die kann so kurz werden, dass es einfach auch nicht mehr reicht auf die Toilette. Das heißt, das, was in die Hose geht. Und da kommt das Zusatzproblem, dass man auch langsamer ist und länger braucht, bis man auf der Toilette ist. Das kommt dazu. Aber es ist wirklich so eine Drangsymptomatik, ist eine der ganz häufigen Störungen bei der HSP. Kann man sich das erklären, wo das herkommt? Ja, das kann man sich erklären.
weil die Blase letztendlich auch ein Muskel ist. In der Ambulanz, ich komme mir manchmal ein bisschen komisch vor, wenn ich das so erkläre, aber da erkläre ich immer, die Blase sieht aus wie so ein Luftballon. Großer Blasenmuskel, das ist so der Luftballonkörper. Und dann gibt es unten den Ausgang vom Luftballon, das ist der Blasenausgang. Da ist so ein kleiner Schließmuskel drumherum, der hält die Blase zusammen. Bei der HSP ist eine häufige Störung, die vorliegt, dass dieser Blasenmuskel, der eigentlich eine Weile Dehnung aushalten sollte, bis so viel Urin drin ist, dass der meldet, so jetzt solltest du wirklich mal auf die Toilette gehen, dass der schon bei ganz geringem Füllungsvolumen, schon wenn ganz bisschen Urin in der Blase ist, anfängt sich zu verkrampfen und gar nicht locker lässt. Das ist wie so eine Art Spastik des Blasenmuskels, so wie sie auch Spastik in anderen Muskelgruppen haben. Und der kleine Schließmuskel, der da unten versucht gegenzuhalten, das ist einfach wie David gegen Goliath. Sie haben den großen Blasenmuskel, der rausdrückt, und den kleinen Schließmuskel, der dagegen hält. Das geht oft nur ganz, ganz kurz gut und dann schafft er das einfach nicht mehr. Das heißt, die Spastik des Blasenmuskels, die verursacht diesen überstarken Drang. Vergesellschaftet häufig auch noch mit häufigem auf die Toilette gehen, auch nachts ein paar Mal raus müssen. Das sind so die Hauptsymptome. Jetzt gibt es ein zweites Problem bei der HSP. Wenn Sie sich vorstellen, was muss passieren, dass Sie, wenn Sie dann auf der Toilette sind, die Blase wirklich leer kriegen. Da soll auf der einen Seite der Blasenmuskel ja, sich kontrahieren und den Urin rausdrücken. Auf der anderen Seite muss der Schließmuskel gleichzeitig aufmachen, dass der Urin auch abfließen kann. Und diese Koordination zwischen den beiden Muskeln, die funktioniert bei der HSP häufig auch nicht. Das heißt, der Blasenmuskel drückt und der Schließmuskel verkrampft. Und dann kommt das Problem dazu, dass Sie zwar dringend müssen, aber es geht nicht los oder es braucht lange. Sie kriegen die Blase nicht leer. Das nennt man Detrusor, Sphinkter-Dysenergie. Dysenergie für nicht richtiges Zusammenarbeiten der beiden. Diese beiden Blasenstörungen sind ungefähr gleich häufig bei der HSP, häufig auch kombiniert vorliegend. Aber wie gesagt, 2/3 der HSP-Betroffenen haben dieses Symptom oder Probleme mit der Blase. Das ist also ein ganz häufiges Problem. Was können wir dagegen tun? So wie es antispastische Medikamente für die Beine gibt, gibt es auch antispastische Medikamente, die ganz gezielt nur diesen Blasenmuskel entspannen. Der Muskel ist nämlich ein bisschen anders aufgebaut wie unsere großen Muskeln in den Beinen und damit sind das auch andere Medikamente, die auf den Blasenmuskel wirken. Das heißt, wir geben Medikamente, die diesen Blasenmuskel die Spastik nehmen. Und dann kommen wir wieder zurück auf das, was Sie vorhin gelernt haben. Spastik reduzieren ist immer das Risiko, dass ich eine Lähmung verstärke. Das kann auch bei dem Blasenmuskel passieren. Das heißt, wenn die Hauptnebenwirkung dieser Therapie ist, wenn ich das überdosiere, wenn ich den Blasenmuskel zu sehr schwäche, dann kann es passieren, dass man die Blase nicht mehr gut leer kriegt, weil der Muskel zu sehr geschwächt ist. Passiert aber tatsächlich relativ selten bei der HSP. Das heißt, so die Hauptstrategie, die Blasenprobleme zu behandeln, wäre Medikamente, Tabletten zu nutzen, die ganz gezielt den Blasenmuskel ein bisschen entspannen. Auch hier gilt, probieren Sie aus, ob das Medikament wirkt. Und ausprobieren heißt nicht, ich nehme das mal 1-2 Tage und dann habe ich so ein Gefühl, ist das was oder ist das nichts, sondern investieren Sie Gedanken und Zeit da rein. Das heißt, überlegen Sie sich, was ist wirklich mein Problem? Ist es die Inkontinenz? Ist es die Tatsache, dass ich so kurze Toilettenintervalle habe, dass ich gar nicht von mir zu Hause zur Arbeit schaffe, weil ich dazwischen schon 3-mal aufs Klo müsste? Was ist mein Problem? Führen Sie Tagebuch darüber. Nehmen Sie das Medikament, am besten für ein paar Wochen ein und führen Sie Ihr Tagebuch weiter. Und dann gucken Sie sich's nach 4 bis 6 Wochen an und sagen, haben meine Probleme abgenommen oder nicht? Und dann kommt die Entscheidung, nehme ich es weiter oder nehme ich es nicht weiter. Und dann zum Tagebuch. Das finde ich immer auch ganz toll, weil das sage ich in der Ernährungsberatung auch immer. Und selber mache ich es auch gerade, weil ich auch selber Blasenprobleme habe. Ich übe mit meiner Krankengymnastin dann noch immer Beckenbodentraining. Ich sage ihr, wenn sie mich fragend anschaut, was wir heute machen, weil wir kennen uns auch schon seit 10 Jahren und dann
ja, hat man manchmal viel zu viel auf dem, im Kopf, was man so alles tun kann. Also da machen wir auch Beckenbodentraining und das finde ich immer ganz toll. Und dann sage ich ihr immer, mir fällt, wenn ich das mache, fällt es mir nicht ein, aber wenn ich dann plötzlich im Auto sitze, dann fällt mir ein, wenn die Ampel rot ist, jetzt muss ich ein Beckenbodentraining machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das erwähnen. Wir Ärzte sind ja immer viel zu schnell dabei, über Medikamente zu reden und zu vergessen, dass es noch andere Therapien gibt. Blasentraining ist wirklich wichtig. Blasentraining zum einen, wenn man diese Überempfindlichkeit von dem großen Blasenmuskel hat, in dem Sinne, dass man, zumindest dann, wenn man zu Hause ist, versucht, ein bisschen länger auszuhalten, als man es eigentlich gerne möchte. Man hat tatsächlich gesehen, da gibt es gute Studien, nicht bei der HSP, aber bei anderen Erkrankungen, die auch Spastik haben, Multiple Sklerose zum Beispiel, dass das wirklich was bringt, dass man die Zeit wieder ausdehnen kann. Also Blasentraining ist das eine, Beckenbodentraining ist das andere. Zumindest für alle die, die kein Problem haben, die Blase leer zu kriegen. Wenn Sie ein Problem haben, die Blase leer zu kriegen und Sie trainieren dann die Muskeln, die die Blase verschließen, noch stärker, dann wird das Problem natürlich noch größer. Aber für alle die, die mit der Drangsymptomatik zu tun haben, aber wo nicht das Problem besteht, die Blase leer zu kriegen, ist das Beckenbodentraining eine super Sache. Häufig für Frauen im Übrigen auch, wenn sie Kinder geboren haben, dann ist der Beckenboden sowieso schon schwach. Sie wissen, auch das kann ja eine Blasenstörung auslösen. Das heißt, das ist so besonders eine Konstellation, da kommt eben dann die HSP und die Schädigung durch eine Schwangerschaft und Geburt dazu. Da lohnt es sich ganz besonders in den Beckenboden zu investieren. Das heißt, jetzt haben wir gehabt Beckenboden und Blasentraining. Das sollte eigentlich an Nummer 1 stehen. Die Medikamente an Nummer 2. Wichtiger Hinweis noch für die, die sagen, eigentlich komme ich mit der Blase gut zurecht im Alltag, aber hin und wieder würde ich mal gerne eine Unternehmung aus der Reihe machen, mit meinen Freundinnen in die Stadt zum Einkaufen. Da ist es dann wirklich blöd. Man kann diese Medikamente auch bei Bedarf einnehmen. Das heißt, wenn Sie mal ausprobiert haben, dass das bei Ihnen wirkt, dann können Sie das auch gezielt einfach mal an dem Tag einnehmen, wenn Sie wissen, jetzt will ich ein paar Stunden einfach Ruhe haben. Also es geht auch so als Bedarfsmedikation. Da fällt mir spontan ein, Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt unterbreche, wenn man mit Freunden unterwegs sein will, zwar spontan, aber dann sollte man doch ein, zwei Tage vorher im Internet Thema nette Toiletten eingeben. Nette Toiletten sind im Restaurant und nicht an Kaufhäusern gebunden und da kann jeder Fußgänger rein, manche sind auch rollstuhlgerecht, da muss man sich einfach ein bisschen im Voraus informieren, aber da ist man da nicht gebunden in dem Restaurant was zu essen, sondern das ist eine nette Toilette, da kann jeder, der muss oder will, dann einfach mal kurz da rein und dann wieder raus. Das war mein Beitrag zum Thema Toilette. Das ist ein guter Hinweis, das kannte ich noch nicht, das werde ich so weitergeben. Das ist ein rotes Logo, kann ich Ihnen später ja auch gerne nochmal zeigen. Wir hatten es ja gerade über Blasenprobleme und wenn man spontan weggeht, die netten Toiletten. Wer wirklich gucken will, www.nette-toilette.de findet auf der Homepage oder auf dem Internet, kann man da halt viele Beispiele finden, in ganz Deutschland sind die verteilt, da kann man einfach ein bisschen noch was finden. Jetzt hat man es über die Blase, jetzt kommt der liebe Darm, weil wenn man was isst, wissen wir ja alle, das wird dann wieder ausgeschieden und die meisten HSPler haben dann doch Darmprobleme, entweder Verstopfung oder Durchfall oder beides, je nachdem, dann kann man es nicht so halten, dann wissen wir oder beziehungsweise ja, Sie von Erzählungen, ich aus dem eigenen Leben. Wenn ich mit meinem Rollator dann unterwegs bin und dann merke, dass ich jetzt muss und dann gehe ich die paar Schritte, dann ist die Hälfte schon wieder im Höschen oder kann im Höschen sein. Solche Sachen entstehen und da wollen jetzt einige gerne noch ein bisschen wissen, ob man mit Medikamenten was machen kann oder Krankengymnastik oder was alles möglich ist. Darmprobleme sind so ein Thema, da spricht man nicht so gerne drüber. Ich stelle fest, dass in der Ambulanz viele spontan mir zwar von den Blasenproblemen berichten, dass ich aber nach Darmproblemen in aller Regel nachfragen muss. Insgesamt ist es aber bei der HSP auch häufig mit betroffen. Vielleicht nicht ganz so häufig wie Blasenstörungen, aber doch in einem relevanten Prozentsatz. Ich würde sagen, ein Drittel der HSP-Betroffenen mindestens hat es mit dem Darm zu tun.
Die Symptome sind im Grunde ganz ähnlich wie bei der Blase, weil der Darm auch ganz ähnlich wie die Blase reguliert wird. Das heißt, wir brauchen eine bestimmte Speicherfunktion, dass wir den Stuhlgang einfach speichern können. Und wir brauchen dann ein gutes Zusammenarbeiten der Muskulatur, wenn wir dann auf die Toilette gehen möchten. Und die Störung ist ganz ähnlich bei der Darmproblematik. Häufig entwickelt sich so eine Drangsymptomatik. Das heißt, ich spüre, ich muss, und dann müsste ich aber eigentlich schon auf der Toilette sein. Also das von der Art her dasselbe wie bei den Blasenstörungen auch. Und auch das zugrunde liegende Problem ist dasselbe. Schwierig ist, dass alles, was mit Darm zu tun hat, einfach nochmal viel, viel peinlicher empfunden wird, weil das auch nachvollziehbar sehr, sehr unangenehm ist, wenn einem ein Missgeschick passiert, wenn man unterwegs ist zum Beispiel. Was können wir tun? Die Behandlungsmethoden sind gar nicht so einfach. Ich gehe in der HSP-Ambulanz immer so vor, es gibt so einen bestimmten Teil an Behandlung auch von Darmfunktionsstörungen, die ich als Neurologe noch begleiten kann. Ich sage aber gleich vorneweg, es gibt, wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, spezialisierte Zentren, die heißen Kontinenzsprechstunde zum Beispiel, die sich wirklich nur mit diesem Problem beschäftigen. Auch da gibt es eine Webseite, wo man sich ganz gut informieren kann. Jede größere Universitätsklinikstadt hat eigentlich so eine Kontinenzsprechstunde, aber häufig auch so die größeren Kliniken. Seien Sie mutig, sich auch da Hilfe zu holen, wenn das wirklich ein relevantes Alltagsproblem ist. Was kann man aber tun, so auf dieser einfacheren Ebene, wenn es vielleicht noch nicht ganz so ein schlimmes Problem ist? Es gibt so zwei Ansatzpunkte. Viele Betroffenen erzählen, ich habe es noch ganz gut im Griff, es sei denn, es passiert mir wegen Ernährung, was auch immer, dass der Stuhlgang zu weich ist. Und dann kann ich es nicht mehr halten. Das heißt, das sind Fälle, wo ich das Gefühl habe, wenn man den Stuhlgang ein bisschen verfestigt, dann kann man die Inkontinenz vermeiden. Stuhlgang verfestigen geht auf der einen Seite durch eine Ernährungsumstellung, auf der anderen Seite zum Beispiel, indem man Ballaststoffe zusätzlich zu sich nimmt. Ballaststoffe, das Stichpunkt, das wollte ich gerade eben erzählen, das brennt mir einfach auf der Zunge. Ich predige, ja, so wie man halt predigt als Ernährungsberaterin, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag und habe immer bei mir gedacht, ach ja, so als ich dann für mich persönlich auch festgestellt habe mit Blase und Darm, das funktioniert doch nicht so oder ja, ich mache halt in die Hose beziehungsweise ja, es ist manchmal flüssig, habe ich jetzt seit wirklich einem ganzen Jahr mich konsequenter an diese 30 Gramm Ballaststoffe durch Haferflocken, Gemüse und anderen Lebensmittel gehalten und ich bin immer erstaunt, dass der jetzt wirklich, ja, bin ich einfach erstaunt, es ist fest, es ist alles gut und ich komme in meinem Alltag zurecht. Sobald ich in einem Hotel bin, an einem Wochenende eine Fortbildung habe oder vielleicht auch mal meine Eltern besuche, wo es ganz toll was anderes zu essen gibt und man sagt ja auch nicht nein, dann sagt halt der Darm auch wieder, ja, hast du toll gemacht. Also man sollte wirklich gucken, Theorie und Praxis, die 30 Gramm Ballaststoffe sollte man sich merken, sich einen kleinen Plan machen, was seine Lieblingsgemüsesachen sind und da ein bisschen so dranhangeln, weil da kann ich nur sagen, man kommt dann besser im Alltag klar. Ich komme besser im Alltag klar. Und das kann einen riesen Unterschied machen. Und da kann ich auch nur darauf verweisen, dass eine Ernährungsberatung da ganz hilfreich sein kann. Ballaststoffe sind das eine oder die Stuhlkonsistenz ist das eine. Das andere ist, ähnlich wie bei der Blasenmuskulatur auch, kann man auch bei der Darmmuskulatur diese verstärkte Spastik, nenne ich es jetzt mal vereinfacht, ein bisschen reduzieren. Das sind dann Medikamente wie zum Beispiel Loperamid, was Sie kennen von Durchfallerkrankungen oder sowas. Man muss ein bisschen sparsam damit umgehen. Das ist also eher was ich empfehlen würde vor größeren Unternehmungen, wenn man auch da wieder weiß, ich brauche jetzt ein paar Stunden Ruhe, ich will in die Stadt gehen, will irgendwo auf ein Fest gehen, da kann das noch ein gutes Zusatzmittel sein. Mit der Ernährung würde ich aber immer starten. So, also
Thema Probleme bei Blasen und Darm sind abgeschlossen. Gesetzt im Fall, das eine oder andere Mitglied hat jetzt doch noch oder ein Gast, der uns jetzt einfach zuhört und zusieht, noch Fragen. Bitte meldet euch immer bei euren Regionalgruppenleitern mit den Fragen, die wir noch haben. Die bündeln wir dann, weil sonst Frau Schüle und die anderen Referenten alle überflutet werden. Und dann können wir die bündeln und dann nochmal direkt an Sie weiterleiten. So, jetzt kommt der Punkt Blutspende bei HSP. Wir wollen ja auch was Gutes tun, oder? Ja, dem einen oder anderen was geben, beziehungsweise dann halt nehmen. Da kommt jetzt die Frage, dürfen Menschen, die von einer HSP betroffen sind, Blut spenden? Warum nicht? Kann hierbei die Erkrankung übertragen werden? Und dann kommen wir gleich zum Thema Organspende. Aber jetzt wollen wir erstmal ganz neugierig Blut spenden und HSP. Kann da irgendwas übertragen werden? Wüsste ich nicht, aber Sie sind die Fachfrau. Ja, das ist eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Und das spricht natürlich sehr für die Gruppe der HSP-Betroffenen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Was können sie trotzdem, trotz der Erkrankung, eben noch für die Gemeinschaft Gutes tun? Bei uns in Deutschland regelt das die Bundesärztekammer, wer darf spenden, wer darf nicht spenden und unter welchen Bedingungen. Und die legt das fest in Arbeitsgruppen. Da sind dann auch Betroffene, also von Erkrankungen Betroffene, spendenwillige Vertreter des Paul-Ehrlich-Instituts zusammen. Die legen immer in einer Richtlinienkommission fest, wer darf Blut spenden. Das ist das letzte Mal 2017 aktualisiert worden. Das sind also die gültigen Regelungen im Moment. Wenn man sich die lange Liste, wer darf, wer darf nicht, anguckt, dann folgt die so einer inneren Logik und es werden zwei große Risiken ausgeschlossen. Zum einen möchte man, dass jemand, der Blut spendet, durch die Blutspende nicht gefährdet wird. Das ist die Spendergefährdung. Und zum anderen möchte man natürlich auch, dass der, der das Blut dann bekommt oder das Blutprodukt dann bekommt, nicht gefährdet wird. Das ist die Empfänger, der Empfängerschutz. Und diese beiden Dinge muss man sich angucken. Auf der Seite, wie kann ich den Spender schützen? Da gibt es eine Liste von Erkrankungen, wo aufgeführt wird, jemand, der diese Erkrankung hat, der sollte nicht Blut spenden, weil es für ihn selber gefährlich sein könnte. Zum Beispiel sind da schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen dabei. Wenn jemand einen ganz schlecht regulierten Blutdruck hat, dann würde man eben sagen, dann ist es nicht günstig, wenn man auf einmal so viel Blutvolumen entnimmt, vielleicht schafft das der Kreislauf nicht mehr. In dieser Liste sind auch schwere Erkrankungen des ZNS, also des zentralen Nervensystems, mit drin. Das heißt, wenn man das ganz wörtlich nimmt, dann ist als schwere Erkrankung des zentralen Nervensystems irgendwo auch eine HSP zu sehen, zumindest dann in einem fortgeschrittenen Zustand. Wir gucken uns kurz die andere Seite an, die Empfängerrisiken, bevor ich dann nochmal auf die Spender zurückkomme. Empfängerrisiken, da sind so die ganz klassisch großen Risiken, kann jeder nachvollziehen. Natürlich, wenn zum Beispiel der Spender irgendeine Infektion hat, HIV, Hepatitis C, die will man natürlich nicht auf den Empfänger übertragen. Das heißt, Personen, die eine Infektionskrankheit dieser Art haben, dürfen zum Beispiel kein Blut spenden. Genauso Personen, die zum Beispiel eine unkontrollierte Krebserkrankung haben, weil auch da ja theoretisch Krebszellen übertragen werden können. Das ist also eine ganz, ganz lange Liste, wie man das Risiko für den Empfänger überträgt. Zur Frage, kann man HSP übertragen? Muss man ganz klar sagen, nein. HSP lässt sich durch eine Blutspende nicht übertragen. Das heißt, bei der Frage, darf ein HSP-Betroffener Blut spenden, ist der Empfänger überhaupt nicht das Problem. Der wird in keiner Weise gefährdet. Für den ist das gar kein Thema. Es geht also nur darum, ist die Tatsache, dass Sie eine HSP haben, ein Risiko für Sie als Spender, dass Sie diese Blutspende nicht so gut vertragen würden. Und da ist es natürlich dann schwierig, alle HSP-Betroffenen in einen Topf zu werfen, weil es HSP-Betroffene gibt, die sonst körperlich ganz fit sind und die das problemlos aushalten können. Es gibt aber auch HSP-Betroffene, die zum Beispiel so schwer betroffen sind, so lange schon im Rollstuhl sind, dass eben auch da die ganze Kreislaufregulation nicht mehr gut funktioniert und die Blutspende gefährlich ist. Das bedeutet, das ist letztendlich eine Einzelfallentscheidung von dem Arzt, der mit Ihnen den Fragebogen durchgeht. Da gibt es so einen
einheitlich vom Paul-Ehrlich-Institut einen vorgegebenen Fragebogen, wo man ankreuzt, was habe ich für Erkrankungen. Ein Arzt guckt sich das an und beurteilt dann letztendlich, ob ihr individueller Gesundheitszustand erlaubt, dass sie Blut spenden oder nicht. Die Erfahrungen, die Sie dann konkret machen, wenn Sie in Ihrem Ort zur Blutspende gehen, sind deswegen so unterschiedlich. Da gibt es HSP-Betroffene, die sagen, ich bin zurückgeschickt worden. Und es gibt andere, die sagen, ich spende seit 10 Jahren. Das liegt einfach daran, dass letztendlich ein Arzt da sitzt und sagt, SPG4, in welchem Zustand ist sie? Glaube ich, das ist für die Frau Eisenbraun ein Risiko oder nicht? Und der beurteilt das. Das liegt dahinter. Aber Sie sind nicht grundsätzlich von der Blutspende ausgeschlossen. Und ich denke, wenn Sie sich sonst gut und gesund fühlen, dann ist das durchaus was, wo Sie mit Ihrer Spendenzentrale Kontakt aufnehmen und sagen, kann ich das nicht trotzdem machen? Das sollte gehen. Das freut mich, was Positives. So, und wie sieht es mit dem Organspenden aus? Dürfen wir, können wir? Müssen tut keiner. Organspendeausweis kann man in sein Portemonnaie reinstecken, sollte man. Man kann Ja oder Nein ankreuzen, damit auf jeden Fall derjenige, der dann den Geldbeutel hat, auch weiß, Ja oder Nein. So, und wie sieht es damit in Bezug mit HSP aus? Da ist es eigentlich noch viel, viel einfacher. Ja. Da muss man nämlich nicht mehr drauf gucken, ob der Spender durch die Organspende gefährdet wird, sondern da geht es wirklich um den Empfängerschutz. Und damit gilt eine ganz ähnliche Ausschlussliste wie fürs Blutspenden auch. Mit zum Beispiel Infektionskrankheiten dürfen Sie nicht Organe spenden, aber das betrifft die HSP alles nicht. Die HSP selber können Sie nicht durch die Organspende übertragen. Das heißt, eigentlich ist die Organspende bei der HSP kein Problem. Die einzige Bedingung ist, das Organ, das Sie spenden, muss gesund sein. Und da die HSP in den allermeisten Fällen die inneren Organe nicht betrifft, bedeutet das, in den allermeisten Fällen haben HSP-Betroffene, wenn nicht noch eine zusätzliche Erkrankung vorliegt, gesundere innere Organe und können deswegen problemlos Organe spenden. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von besonderen genetischen Formen der HSP, wo einzelne innere Organe mit betroffen sind. Aber das ist ein ganz, ganz winziger Prozentsatz aller HSP-Betroffenen. Das heißt, für die ganz große Masse der HSP-Betroffenen gilt, wenn es eine große Masse von HSP-Betroffenen bei der seltenen Erkrankung überhaupt gibt, sie können problemlos Organ spenden und sich einen Spenderausweis ins Portemonnaie stecken. Spitze. Also Organspende plus und Blutspende plus, das ist ja wirklich was Positives, ja. Und jeder kann jetzt selbst auch entscheiden, ob er jetzt in die eine oder in die andere Richtung geht. Das war, wie ich auf meinem Spickzettel gesehen habe, die ganzen Fragen, die wir sozusagen zusammengefasst haben von unseren Mitgliedern. Und jetzt kommen aber doch noch zwei. Jetzt kommt gerade die Ergebnisse der Krankengymnastikstudie, die im April ja dann zu Ende gestellt worden sind, die auch auf Homepage Treat mit HSP, ist das richtig? Ja, schon steht, aber da dürfen Sie gut und gerne noch da ein bisschen was dazu erzählen und Ergebnisse der Umfrage zu den Erstsymptomen der HSP. Über die beiden Sachen, wie Sie wollen. Also ein kleines Update aus der Forschung. Dann fange ich mal mit dem kleineren Thema an. Das ist die Patientenumfrage. Darüber wollte ich berichten, weil ich wirklich gerührt war, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viele Teilnehmer wir da innerhalb kürzester Zeit bekommen haben. Ich hole mal ein bisschen aus. Und das führt zurück auf den Anfang von diesem Interview, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr Beteiligung von Betroffenen, weil das für die Forschung ganz entscheidend wichtig ist. Wir HSP-Kliniker und Forscher wissen natürlich eine ganze Menge über die Erkrankung, aber wir wissen ganz andere Sachen, als HSP-Betroffene wissen. Wir wissen oft nicht, was ist im Alltag wirklich wichtig und was nicht. Das heißt, diese Zusammenarbeit ist wichtig, um die Forschung auf wirklich relevante Fragestellungen zu bringen. Deswegen wollen wir gerne in Zukunft in der Forschung mehr auch Betroffene einbeziehen. Und mit den neuen technischen Möglichkeiten, jeder ist irgendwie mit dem Internet verbunden, gibt es natürlich auch ganz unaufwendige Möglichkeiten, das zu tun. Und so haben wir uns überlegt in Tübingen, dass wir gerne gemeinsam mit dem Treat HSP-Netzwerk eine Art Patientenportal aufbauen wollen, wo also Betroffene selber sich anmelden können, ein paar Informationen zu sich und ihrer Erkrankung geben. Und das hat
Zielsetzungen. Auf der einen Seite kann so ein Portal dazu dienen, dass Sie sagen, wenn eine Studie kommt, die wirklich für mich einen Unterschied machen könnte, dann will ich das nicht verpassen, nur weil ich irgendwo ganz weit weg wohne oder so schwer betroffen bin, dass ich nicht mehr regelmäßig in eine Ambulanz kommen kann. Ich will dann gerne eine Mail oder einen Anruf bekommen. Das heißt, Sie können sich registrieren, wenn eine Studie kommt, auf die ich passe, dann will ich Bescheid bekommen. Das ist so eine Art Studienregister. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass viele Betroffene ja durchaus motiviert sind, auch bei Forschung mitzuhelfen. Sie müssen nur wissen, was sie tun können. Und über so ein Patientenportal kann man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und beides gemeinsam abwickeln. Damit wir das tun können, müssen wir aber ein bisschen was über die Betroffenen wissen. Wir haben uns zusammengesetzt, das war die Frau Weyand, die viele vielleicht schon kennen aus der HSP-Ambulanz in meiner Arbeitsgruppe, und ich, und haben uns überlegt, was müssten wir denn mindestens über die, die sich da registrieren, wissen, dass wir mit den Daten auch wirklich was anfangen wollen oder anfangen können. Und das ist zum einen, welche Form der HSP habe ich? Da haben wir anfangs schon drüber gesprochen. Das ist zum anderen, haben wir uns gedacht, die Frage, wann hat die HSP eigentlich angefangen? Seit wann besteht die? Und das dritte ist, wie schwer bin ich im Moment betroffen? Das sind so Merkmale, die wichtig sind, weil wir aus der Erfahrung wissen, häufig kommt für Studien immer nur eine bestimmte Untergruppe der Betroffenen in Frage. Und um die auszuwählen, brauchen wir eben genau diese Art von Informationen. So, Fragebogen zu machen, für die von Ihnen, die sich damit beschäftigen, ist gar nicht so einfach. Deswegen haben wir uns das Thema mit diesem, wann hat die HSP begonnen, vorgenommen und haben gesagt, wir müssen, bevor wir so einen Fragebogen machen, erstmal wirklich breit die Betroffenen fragen, was waren denn bei Ihnen die ersten Symptome, die Sie gemerkt haben? Und aus dem machen wir dann unseren Fragebogen zum Erkrankungsbeginn. Und diese allererste Testumfrage, die haben wir kurz vor Weihnachten gestartet. Das war gleichzeitig auch der Test, zu gucken, wie motiviert sind eigentlich die HSP-Betroffenen, an sowas mitzumachen. Wir haben die Umfrage verteilt über die Selbsthilfegruppe, da haben Sie geholfen, das an die Mitglieder verschickt, auch über das Forum Gehen mit HSP und dann auch über Patientenvereinigungen in USA, das war die Spastic Paraplegia Foundation, und in Australien, die HSP Research Foundation. Diese vier Organisationen, mit denen wir lang schon zusammenarbeiten, haben wir angeschrieben, die haben das an die Mitglieder verteilt. Und wir hatten innerhalb von einem Monat über 400 Antworten. Das ist für die HSP fantastisch. Und in Deutschland muss ich sagen, großes Kudos an die Betroffenen. 200 Betroffene ungefähr aus Deutschland haben geantwortet, 200 aus Australien und USA zusammen. Das heißt, wir stehen da ganz gut. Wir haben jetzt also eine Liste von Erstsymptomen bei der HSP. Wir wissen, welche Erstsymptome sind richtig häufig, welche sind selten. Ganz überraschend sind die Symptome nicht. Die Gangstörung ist das Erste, was viele bemerken, aber gar nicht so sehr die Gangstörung, die der Betroffene selbst bemerkt, sondern am allerhäufigsten ist es eine Gangstörung, auf die man von Familienangehörigen und Freunden angesprochen wird. Du gehst aber anders. Da haben Sie vollkommen recht, da muss ich gestehen, man nimmt sich selber wahr, will es aber vielleicht auch als Kind oder je nachdem doch nicht so wahrhaben, also man registriert so, aber ja, verdrängt es, man hat ja auch noch andere Sachen im Kopf. Und ich wurde auch von meinen Freunden, Bekannten, Eltern immer wieder angesprochen, war denn nicht schon beim Arzt, und alle Ärzte haben gesagt, das gibt sich wieder, das wächst sich raus und. Das stimmt, also diese anderes Wahrnehmen ist ja... Haben Sie vollkommen recht. Aber es ist toll, dass man das durch den Fragebogen nochmal jetzt dokumentieren und richtig festsetzen kann. Ja, was wir sehen ist, wenn man so diese klassischen Symptome der Gangstörung, also jemand anderer spricht mich darauf an, dass mein Gangbild anders ist oder ich merke selber, ich stolper gehäuft, ich merke, dass meine Schuhsohlen abgelaufen sind vorne oder auch das Problem beim Rennen, da stimmt irgendwas nicht. Ich jogge seit 10 Jahren, plötzlich klappt das nicht mehr. Wenn man diese 5 Symptome zusammennimmt, dann erfassen wir damit 94% der Betroffenen. Das heißt, bei fast allen fängt es mit einem oder mehrerer dieser Symptome an. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir eben nicht alle Betroffenen damit erfassen und dass es da noch 2 weitere Gruppen gibt, von denen wir vorher gar nicht so wussten, dass die da sind. Das eine ist die Gruppe, die so früh krank wird,
dass die vielleicht gar nicht erst ans Laufen kommen. Wo die ersten Symptome, die man merkt, ist, dass motorische Meilensteine verpasst werden. Sitzen zu spät, krabbeln zu spät, gehen lernen zu spät. Oder auch Symptome der geistigen Entwicklung verpasst werden, sprechen lernen zu spät. Das heißt, diese Entwicklungsverzögerung, das ist eine Extragruppe. Und dann eine dritte Gruppe, die mich überrascht hat. Es gibt einen relevanten Anteil von HSP-Betroffenen, wo die Blasenstörung das allererste Symptom ist. Und wenn wir die drei Cluster zusammennehmen, dann erfassen wir im Grunde alle HSP-Betroffenen. Und das nehmen wir jetzt zur Grundlage, um unseren Fragebogen zu basteln, den wir dann, und da seien Sie nicht überrascht, in den HSP-Ambulanzen des Treat-HSP-Netzwerks validieren. Das heißt, Sie kriegen dann künftig so einen Fragebogen in die Hand, füllen selber aus, ermitteln damit, wann war Ihr Erkrankungsbeginn. Und der Arzt versucht das in der Ambulanz dann nochmal, so gut er das eben kann, im Gespräch mit Ihnen. Und dann gucken wir, wie gut der Fragebogen ist, das rauszukriegen. Das heißt, seien Sie nicht überrascht, wenn hin und wieder in der Zukunft so eine Anfrage nochmal kommt, füllen Sie doch bitte nochmal einen Fragebogen aus. Deswegen war mir wichtig, jetzt nochmal ein bisschen darzustellen, was so unsere Hintergedanken sind auf lange Sicht, warum wir denken, dass das so wichtig ist. Toll. Ja, das sind wieder viele Gedanken, Ideen, die wir haben. Aber ja, wir wollen ja alle HSP weiterbringen, in positiver Hinsicht weiterbringen. Ja, schön. Und deswegen sind wir jetzt auch ganz neugierig, was ist mit dieser tollen Krankengymnastikstudie, die ja jetzt auch seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich sage jetzt mal x Jahren gelaufen ist. Studien, wissen wir auch, dauern lange, da muss man es dokumentieren, da muss man es präsentieren. Also was da alles immer für Arbeit dahinter steckt, das sieht man am Ende dann leider nicht mehr. Also auf jeden Fall tausend Dank an die Therapeutinnen, zwei waren es, glaube ich, aus meinem Kopf, die das dann alles jetzt präsentiert haben. Und da dürfen Sie auch noch bitte ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, die Idee für die Physiotherapiestudie war so ein klinisches Dilemma, dass wir auf der einen Seite als Ärzte, so wie Sie auch als Betroffene, das ganz starke Gefühl hatten, Erfahrungswissen, dass Physiotherapie einen großen Unterschied macht bei der HSP, dass das was bringt im Hinblick auf Funktionserhalt, im Hinblick auf Vermeidung von Kontrakturen, auf Verbesserung von Schmerzen. Das hat die Corona-Pandemie auch ganz eindrücklich gezeigt. Unsere Kollegen in den Niederlanden zum Beispiel haben Betroffene in den Niederlanden befragt, wie geht's euch denn jetzt, seit ihr keine Physiotherapie mehr habt? Auch in den Niederlanden war so ein Lockdown, wo die Physiotherapie für Monate pausiert werden musste. Und all diese Symptome sind nach Aussetzen der Physiotherapie mit weniger Bewegung schlechter geworden. Das ist auch was, was ganz viele Betroffene mir in der Ambulanz erzählt haben. Das ist aber letztendlich alles Erfahrungswissen. Was wir aber nicht wissen ist, welche Physiotherapie ist eigentlich die beste? Gibt es da Unterschiede oder ist es ganz egal? Wie häufig sollte ich die eigentlich machen? Wie intensiv sollte ich die machen? Darf ich mich so richtig anstrengen als HSP-Betroffener oder sollte man sich eher schonen, weil man ja eine Erkrankung hat? Das heißt, so die Details waren überhaupt nicht klar. Und das ist so eine Situation, wo wir das Gefühl hatten, das ist so ein zentral wichtiges Thema, da müssen wir rein und müssen zumindest mal einen Anfang machen zu klären, welche Physiotherapie, wie oft und wie anstrengend darf die sein. Und da haben wir zwei Physiotherapeutinnen aus der Uniklinik Tübingen ins Boot geholt. Das waren die Frau Koch und die Frau Himmelbach, die schon lange, lange mit Patienten mit Spastik und HSP arbeiten, mit denen wir auch schon lange gut zusammenarbeiten und die beide auch als Physiotherapeutin ein bisschen einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und wir haben uns zusammengesetzt, Herr Schölz und ich und die zwei Physiotherapeutinnen, und haben überlegt, welche Symptome der HSP muss man eigentlich angehen durch die Physiotherapie? Was ist so aus unserer Sicht mit unserer HSP-Erfahrung das Wichtigste? Wir haben gesagt, man sollte die Spastik in den Griff kriegen. Es wäre gut, wenn man diese Verspannung der Muskulatur lösen kann. Man sollte die geschwächte Muskulatur wieder stärken, also die Lähmungen verbessern. Man sollte die Beweglichkeit erhalten, denn Sie wissen ja vielleicht, dass durch die Spastik, durch die reduzierte Bewegung, sich auch Muskeln verkürzen, Sehnen verkürzen, Gelenke einsteifen bis hin zur Bildung von Kontrakturen. Und auch das kann dann die Bewegung hindern. Und der vierte Punkt ist noch ein ganz entscheidender.
bei der HSP bestehen ja auch Probleme, komplexe Bewegungsabläufe überhaupt schnell abzurufen. Das, was beim Gesunden so automatisch geht, geht bei der HSP plötzlich überhaupt nicht mehr automatisch. Das heißt, man wird angestoßen und kann keinen Ausfallschritt mehr machen. So Dinge, die automatische Bewegungsprogramme sind, die zerfallen durch die Erkrankung. Und auch das muss man wieder trainieren. Das waren so die vier Hauptdomänen, die wir uns vorgenommen haben. Und dann wollten wir gerne eine Therapie haben, die auf der einen Seite ganz individuell ist, weil ja jeder Betroffene andere Probleme hat. Der eine hat viel Schwäche, der andere hat viel Spastik. Der eine ist schwer betroffen, der andere nicht. Das heißt, wir brauchen was, was ganz individuell ist. Auf der einen anderen Seite wollen wir aber ja auch möglichst so ein Programm vorgeben, was dann viele Menschen in Deutschland und vielleicht auf der ganzen Welt benutzen können. Das heißt, einfach nur zu sagen, guck doch, wie ihr es individuell am besten hinkriegt, ist eben auch keine Hilfe. Und da war so der Mittelweg, den wir gewählt haben, dass wir gesagt haben, wir machen ein modulares System. Was bedeutet das? Wir haben Übungen konzipiert. Das sind so, ich glaube, 23 oder 26 Übungen, so Mitte 20. 30, so was, genau. Hatte ich auch am Kopf, ja. Die diese vier Hauptprobleme der HSP adressieren. Und für jede dieser Übungen gibt es verschiedene Ausführungsarten, die auf der einen Seite ermöglichen, dass man die Übung so anpassen kann, dass jemand, der nur ganz wenig betroffen ist, und jemand, der vielleicht schon ganz schwer betroffen ist, die Übung in verschiedenen Schwierigkeitsstufen machen kann. Zum anderen lassen sich die Übungen auch so anpassen, dass man verschiedene Dinge damit trainieren kann. Indem man kleine Dinge im Ablauf der Übung ändert, kann man zum Beispiel mit einer derselben Übung eher die Kraft verbessern oder eher die Koordination verbessern. Das heißt, es gibt so Variabilität auf zwei verschiedenen Achsen, auf das Individuum angepasst und auch auf das Trainingsziel angepasst. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie sollte diese Physiotherapie stattfinden? Und zwar ist wichtig, Übungen zu finden, die Sie zu Hause machen können. Weil letztendlich Physiotherapie nur dann richtig gut funktioniert, wenn Sie das kontinuierlich machen können. Stationäre Reha ist wichtig, das wissen Sie alle. Aber wir brauchen auch was, was jeder machen kann, ohne besondere Ausrüstung kaufen zu müssen, ohne ein besonderes Umfeld haben zu müssen, was sie in ihrem Wohnzimmer im Grunde machen können, also was, was sie selber lernen. Es muss im Alltag integrierbar sein. Trotzdem haben wir uns ein relativ hohes Ziel gesteckt und haben gesagt, wir versuchen mal, ob die Betroffenen das mitmachen. Als Ziel eine Stunde pro Tag, zumindest mal an 5 bis 6 Tagen pro Woche zu schaffen. Das waren so die Rahmenbedingungen. Auch eine wichtige habe ich noch vergessen. Training ist nur dann wirksam, wenn man immer so ein bisschen aus der Comfortzone rausgeht und versucht, ein bisschen mehr zu trainieren, als es so dieses Wohlfühlgefühl ist. Das heißt, wir haben so einen Korridor vorgegeben. Es muss so anstrengend sein, dass es nicht nur schön ist. Auf der anderen Seite, wenn das Training fertig ist, sollen Sie sich relativ schnell auch wieder erholen können, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu viel gemacht haben. Wenn es Ihnen also 1-2 Stunden nach Beendigung des Trainings wieder ganz gut geht, dann ist es genau richtig gewesen. Wenn Sie tagelang nach dem Training sagen, mir tut alles weh, dann war das zu viel. Das ist so der Korridor. Damit sind wir also gestartet in unserer Studie. Die Frau Koch und die Frau Himmelbach haben sich diese Übungen, ich glaube, es sind 26, überlegt. Und wir haben dann von ärztlicher Seite die Studie designt und haben gesagt, wir gucken, dass wir mindestens mal 50 auswertbare Betroffene in die Studie reinkriegen. 53 waren es dann am Ende. Die Betroffenen kommen zu uns, werden zufällig in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wird geschult darin, dieses spezielle Physiotherapieprogramm zu lernen und kriegt die Aufgabe, das auch zu üben. Der anderen Gruppe sagen wir, ihr macht einfach alles so weiter, wie ihr es bisher gemacht habt. Das bedeutet, wir vergleichen nicht spezielle Physiotherapie gegen im Sessel sitzen, sondern wir vergleichen spezielle Physiotherapie gegen das, was sie sonst machen. Und bei den allermeisten Betroffenen heißt das 2-mal wöchentlich Physiotherapie in einer Doppeleinheit. Das ist das, was die allermeisten machen. Also eine aktive Kontrollgruppe. Als
wir nennen das Outcome-Parameter. Das heißt, als Kriterium, um hinterher sagen zu können, war die Studie ein Erfolg oder nicht, haben wir uns mehrere Maße festgelegt. Wir haben gesagt, unser Haupt-Outcome ist die Spastic Paraplegia Rating Scale, die SPRS. Das ist dieser Untersuchungsbogen, den Sie alle, wenn Sie in die HSP-Ambulanz kennen, das ist dieses 10 Meter Gehen mit der Stoppuhr und die Treppenstufen hoch und runter und die Prüfung der Spastik, Prüfung der Kraft. Das ist so ein Fragebogen, mit dem wir Erkrankungsschwere bei der HSP messen können. Wir haben gesagt, wir wollen, dass wir den verbessern können. Das war das Hauptkriterium. Und dann gab es noch alle möglichen anderen Dinge, die wir untersucht haben. Und da möchte ich nur eins hervorheben. Ein ganz, ganz wichtiges Outcome-Maß war auch hier etwas, was der Betroffene vorgegeben hat und gar nicht wir Mediziner. Das war so eine sogenannte Zielerreichungsskala. Was steckt da dahinter? Vor Beginn der Physiotherapie hat sich der Trainer, also zum Beispiel die Frau Himmelbach oder die Frau Koch, mit dem Studienteilnehmer zusammengesetzt und die beiden haben überlegt, was wollen Sie denn gerne mit der Physiotherapie schaffen? Was ist für Sie wichtig? Da kommen dann Dinge dabei raus, dass zum Beispiel einer sagt, ich kann 10 Meter ohne Stock gehen. Für mich wäre es im Alltag richtig wichtig, wenn ich das von 10 auf 20 Meter erweitern könnte. Ja. Also bei mir ist immer so, dass ich in einer größeren Krankengymnastikpraxis bin, wo auch Schüler immer sind und die stehen dann auch groß da und fragen dann immer, was haben sie für eine Erkrankung? Dann wird es kurz erzählt, ja, was kann man machen? Und dann wird auch so ein bisschen Ziel abgefragt. So, mein Ziel, zwar schon seit jetzt ein paar Jahren, aber trotzdem, vom Stuhl aufzustehen, ohne meine Hände zu nehmen und ohne mich hochzuziehen, weil sie können das ja so ganz toll, ja, so, das ist meine. Und dann finde ich es immer ganz toll, wie jeder Schüler andere Ideen hat, wie man jemanden, der halt die Hände nicht benutzen darf, aber trotzdem an den Beinen was hat, hochzubringen. Ich finde es einfach ja köstlich. Und das übe ich dann jetzt auch zu Hause, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das fand ich auch ganz toll, dass die Übungen halt auch zu Hause umsetzbar sind, weil ja, wir wissen ja, der eine hat einmal in der Woche Krankengymnastik, der andere zweimal, dann hat man mal Urlaub oder man ist nicht da und zu Hause bzw. in einer Umgebung kann man es halt ganz toll machen. Das wollte ich nur noch kurz dazu beigetragen haben. Ja. Aber genau das ist ein ganz gutes Beispiel der Sache. Wenn Sie ein Ziel vor Augen haben, das konkret ist, dann haben Sie viel mehr Motivation zu trainieren. Richtig, das macht, dann sagt man sich auch, man ist überrascht, dass das auch anders geht, als man es so für sich mal geübt hat. Und stimmt, ich habe ein Ziel und ich will, ja, ich habe dann immer im Januar wird nach Zielen gefragt, wie es halt im neuen Jahr dann ist, was man bis Dezember zu erreichen hat. Und wir wissen auch, das dauert halt ein bisschen länger als Dezember, aber ich übe dran und ich finde es einfach, ich bin ja immer toll, wenn ich meine Eltern oder Freunde besuche und dort sind ja die Stühle dann halt auch anders, dass es dann zwar noch ein bisschen mit helfen, aber einfacher geht. Ja, das ist einfach toll. Ja, und genau so eine Zieldefinition hat jeder Studienteilnehmer für sich gemacht und zwar in einer Form, dass diese Ziele messbar werden. Ich bleibe mal bei dem Beispiel von der Person, die gesagt hat, ich will länger frei gehen können. Da wird dann der Ist-Zustand auf 0 Punkte gesetzt und man definiert 20 Meter gehen können, das wäre sozusagen eine Plus 1. Und wenn ich es schaffe, 30 Meter frei zu gehen, das wäre eine Plus 2. Und genauso geht es natürlich auch nach unten. Wenn ich nämlich zum Beispiel gar nicht mehr ohne Hilfsmittel gehen kann, das wäre dann eine Minus 1 und so weiter. Wichtig ist, dass diese Ziele konkret, spezifisch sind, aber auch messbar sind. Und anhand dieser Kriterien haben wir die Studie dann beurteilt. Die Studienteilnehmer kamen nach 12 Wochen und nach 26 Wochen zur Kontrolluntersuchung immer wieder. Und dann wurde die Zielerreichung abgefragt und auch abgeprüft. Und wir haben die Spastic Paraplegia Rating Scale, also diese klinische Messskala, gemessen. Was ist rausgekommen bei der ganzen Sache? Es ist rausgekommen auf der einen Seite diese fantastische Sammlung an Übungen. Und das an sich ist schon ein Riesenschatz, finde ich. Sie wissen vielleicht, dass wir die Übungen auch mit Unterstützung der Patientenorganisationen geschafft haben, zu verfilmen und auf die Webseite zu setzen, sodass man die sich in Ruhe angucken kann mit den Instruktionen und den Beschreibungen. Sagen Sie ganz einfach nochmal laut, die Seiten-Homepage heißt, damit das jeder einfach nochmal.
Das ist die Homepage des TREAT-HSP-Netzwerkes und das buchstabiere ich einmal. T-R-E-A-T, TREAT, das ist das englische Behandeln und dann HSP.net für Network dahinter. Das ist so unsere zentrale Homepage, wo wir jetzt versuchen, wirklich alles, was wir so an Infos zu HSP veröffentlichen wollen, das landet irgendwie da drauf. Gut, das ist also der eine Outcome. Wir haben diese ganzen Übungen, diese ganzen Videos, Beschreibungen. Das ist schon mal ein Riesenschritt nach vorne, sodass Sie auch die Möglichkeit haben, Ihrem Therapeuten Anregungen zu geben, wenn Sie einen Therapeuten oder eine Therapeutin haben, die sagen, mit HSP kenne ich mich gar nicht so richtig aus. Was könnte ich denn da machen? Das ist die eine Sache. Das gibt es im Übrigen auch als Broschüre. Wenn Sie also das lieber mal gedruckt vor sich haben, dann melden Sie sich bei uns. Sie können zum Beispiel der Katrin Dillmann, unserer Studienassistentin, eine Mail schreiben. Die verschickt dann gerne auch eine Broschüre. Der eine Teil. Was kam raus in wissenschaftlicher Hinsicht? Ist die Therapie überhaupt wirksam? Gucken wir nochmal auf diese beiden Outcome-Parameter. Diese Spastic Paraplegia Rating Scale, das wir als Arzt untersuchen. Ja, das ist wirksam. Da ist uns ein Stein vom Herzen gefallen. Wir waren uns gar nicht so sicher, nämlich am Anfang. Die nimmt nämlich nach 12 Wochen um 1,5 Punkte, nach 26 Wochen sogar um 2 Punkte ab. Weniger Punkte ist gut bei der HSP. Je schwerer man betroffen ist, desto mehr Punkte hat man. Wie viel bedeutet jetzt 2 Punkte? Ist das viel? Ist das wenig? Wir wissen, dass die HSP so von Jahr zu Jahr sich im Schnitt um einen Punkt verschlechtert. Das heißt, durch dieses halbe Jahr Physiotherapie haben diejenigen in der Trainingsgruppe ihre Erkrankung sozusagen um 2 Jahre zurückdrehen können. Und das, glaube ich, ist ein ganz relevanter Unterschied für die allermeisten. Das heißt, aus der Hinsicht ein großer Erfolg. Hat es auch mit der persönlichen Zielerreichung geklappt? Ja, hat es geklappt. Wir haben gesehen, dass die Therapie einen großen Effekt auf diese Zielerreichungsskala, auf die individuell definierten Ziele hat. Das heißt, diejenigen, die trainiert haben, konnten von ihren persönlichen Zielen, die sie sich gesteckt haben, tatsächlich auch was umsetzen. Das ist also ein ganz toller Startpunkt. Was ich auch toll finde, ist, dass das große Wellen schlägt unter den HSP-Betroffenen, nicht nur in Deutschland, ich bekomme ganz viele Mails seither, sondern auch außerhalb von Deutschland. Und die Übungen waren keinen Tag im Netz, bevor nicht der Chef der amerikanischen Selbsthilfegruppe schon geschrieben hat, warum gibt es das nicht auf Englisch? Jetzt sind es die Australier, die netterweise dran sind im Moment, all diese Videos zu übersetzen, mit einem englischen Ton zu versehen, sodass es das dann auch in anderen Sprachen gibt und für viele HSP-Betroffene auf der ganzen Welt verfügbar ist, hoffentlich. Ach, das finde ich ja echt spitze. Ja, und also ich denke, da fühlt man sich wohl. Also Sie dürfen sich auf die Schulter klopfen oder einfach umarmt fühlen. Ja, einfach toll, das freut einen ja richtig. Jetzt fällt mir gerade dazu noch eine Frage ein. Also Sie haben ja erzählt, das sind auch ganz tolle Übungen, die man zu Hause machen kann. Das wisst man ja. Und auch gerade, wenn man Corona nicht zur Krankengymnastikpraxis kann, soll, darf. Aber nehmen wir mal an, Corona ist jetzt nicht mehr. Wir haben eine Krankengymnastikpraxis, eine Verordnung zur Krankengymnastik. Der eine erzählt, ich mache einmal in der Woche eine halbe Stunde. Der nächste erzählt, ich habe zweimal in der Woche 4 Stunden. Gibt es irgendwie bei Ihnen Erfahrungswerte oder Empfehlungen oder gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, hier ein HSPler sollte, damit es mit der Gesundheit einfach besser geht, unter therapeutischer Betreuung zweimal in der Woche, dreimal in der Woche eine Stunde, eine halbe Stunde irgendwie. Gibt es da was? Also, was wir in der Studie gesehen haben, und Sie müssen sagen, ob Sie das als gute oder nicht so gute Nachricht empfinden, ist, wer mehr trainiert, hat bessere Erfolge. Eigentlich ist das auch ganz klar. Das ist bei jedem Sport, bei jedem Training so. Mehr Training bringt mehr. Bedeutet aber auch, es ist nicht getan mit einmal die Woche eine Viertelstunde irgendwie ein bisschen Übungen machen und dann kommt der Rest von selbst. Es ist harte Arbeit, es ist auch harte Arbeit, dran zu bleiben. Ich würde also sagen, ein guter Mix für die allermeisten ist wahrscheinlich, zweimal die Woche wirklich zusammen mit einem Therapeuten zu trainieren. Am besten in Doppeleinheiten. Sie wissen alle, es braucht eine Weile, bis die Muskeln überhaupt so weit sind, dass sie so richtig mit dem Training anfangen können. Und dann zusätzlich
sich ein nahezu tägliches Eigentraining vorzunehmen. Sie dürfen ruhig auch sich mal einen Pausentag einplanen. Das brauchen wir alle. Weil Sie gerade eben sagen, dass man es machen sollte. Also, mein Tipp oder Trick kann ich einfach nur sagen, ich habe das auch immer, man hört ja viel, was man zu Hause machen soll. Nick dann weiß auch, was gut ist, Theorie und Praxis. Ich habe mein Bett und da steht mein Schrank und da steht jetzt seit ungefähr einem Jahr riesengroßer, schöner Zettel mit einem kleinen Smiley und da steht drauf, jeden Morgen 10-mal eine bestimmte Übung machen und sowas. Und wenn mein Blick schon mal darauf fällt, dann weiß ich genau, dann kümmere ich mich eher drum, wie wenn der Zettel nicht da wäre. So als kleiner Tipp von meiner Seite. Und seitdem mache ich auch ein paar Sachen und ich bin immer wieder überrascht und gespannt, was der Therapeut alles mitkriegt. Der merkt genau, du hast geübt, der merkt genau, du hast nicht geübt. Also ich finde das immer phänomenal. So, das war's von meiner Seite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich kennen und wissen, wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden? Wie bringe ich mich dazu, das wirklich durchzuhalten? Wichtig ist, möglichst in den Alltag integrieren. Die Aktivierungsenergie, die man braucht, um loszulegen, möglichst niedrig zu lassen. Ob das bedeutet, dass man morgens, bevor man zur Arbeit geht, sich schon die Sportsachen bereitlegt, damit man, wenn man von der Arbeit kommt, gleich sieht, stimmt, ich wollte ja noch Physiotherapie machen oder ich wollte noch meine Übung machen. Oder ob man das sich verabredet mit einer Freundin, mit einem Freund und sei es auch per Zoom in Corona-Zeiten. Was auch immer Sie brauchen, damit Sie das häufig machen können. Das müssen Sie sich einrichten, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Denn wir alle wissen, Zähneputzen ist zur Gewohnheit geworden. Dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Und Sie fragen sich nicht jeden Morgen, soll ich heute oder soll ich heute nicht? Und so muss das letztendlich auch mit dem Training irgendwann dann mal sein. Stimmt, Gewohnheit. Da möchte ich noch gerade ganz kurz einen Satz sagen. Eine Freundin hat mir erzählt, dass sie in einer Fernsehsendung oder im Radio gehört hat, 66 Tage reichen und dann hat man eine Gewohnheit. Ich habe jetzt von einem Psychologen in meinem Hause, wo ich arbeite, gehört, plus minus 5 Monate sollte man zum Beispiel wirklich immer ein Glas Wasser mehr trinken und das muss man wirklich die 5 Monate durchhalten. Und dann hat der Körper erstmal das alles so intus, dass er das wirklich ohne Nachdenken auch tut. Wenn wir das jetzt dann schön uns freuen und 1 Monat durchgehalten und dann wieder weg, dann können wir uns die ganze Arbeit sozusagen nochmal, ja, neu machen. Also versuchen wirklich entweder ja, 66 Tage oder 5 Monate. Also man braucht eine gewisse Zeit, dass das wirklich in den Alltag geht. Das war das dann, ja. Und das ist halt die Krux an unserem Leben. Und trotzdem brauchen wir Menschen immer ein bisschen Abwechslung. Ja. Das heißt, zum einen motivieren Sie sich über Ziele, indem Sie sich was vornehmen und sagen, das möchte ich auch im nächsten halben Jahr erreichen. Terminieren Sie Ihre Ziele. Und wenn das Ziel geschafft ist, dann lehnen Sie sich auch zurück und überlegen Sie sich, wo will ich jetzt noch hin? Das heißt, variieren Sie auch Ihr Übungsprogramm mit Ihren Zielen gemeinsam. Das ist im Grunde wie so ein Zirkel immer. Sie starten mit einem bestimmten Ziel, Sie arbeiten da über eine Zeit dran, Sie schaffen es, wünsche ich Ihnen allen. Und dann setzen Sie sich hin und sagen, so, was will ich jetzt? Und dann werden die Übungen wieder ein bisschen modifiziert. Sie brauchen auch ein bisschen Abwechslung. Niemand will dieselben Physiotherapieübungen für die nächsten 20 Jahre machen. Aber Abwechslung und dieses Commitment, was Sie nennen, nämlich lange auch bei einer Sache zu bleiben, das muss natürlich in der richtigen Abwägung und Balance sein. So, das war's. Vielen Dank, Frau Dr. Schüle, für das nette Gespräch. Für mich wie für Sie zum ersten Mal in so einer Atmosphäre. Aber schön. Ganz herzlichen Dank auch von Ihrer Seite. Das hat es mir sehr erleichtert, dass wir uns so natürlich unterhalten können. Ich hoffe, es ist Information angekommen. Davon gehe ich aus. Die Experten Kepler-Brüder werden es dann schön verpacken und dann lassen wir uns überraschen. Ja, vielen Dank nochmal.